bei einem anderen Server Medic und war innerhalb von einer Woche Ausbilder. Sehr gut. Mhm. Wow, Alter. Da hast du aber, das wirst du aber hier nicht schaffen. Nö, du, sag dir jetzt ehrlich, das möchte ich heuer nicht. Ich bin zwar scharf auf Ausbilderposten, aber so schnell und so eilig habe ich es dann doch nicht. Nö, das wirst du. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das wirst du hier nicht schaffen, aus dem einfachen Grund, weil ich behandle alle fair. Ich gucke mir aber an, das ist jetzt keine, ich sag jetzt mal so, eine extrem, er hat das jetzt voll drauf oder sowas, das nicht. Ich gucke mir immer an, wer könnte als Zentral oder sowas gut in Frage kommen. White German, der. Ich gucke mir das halt immer so an, so nebenbei, ne? Das heißt, wer dann, sage ich jetzt mal, wirklich, dass ich nach meiner Meinung das als Zentrale wirklich drauf hat, ne? Bin ich dann der Meinung, den festsetzend als Zentrale auch mit drin zu lassen? Wo ich weiß im Endeffekt, okay, die Widerspiegelung, die ist perfekt. No. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich probiere gerne jeden mal aus, weil es kann jeder mal auch gut sein und sowas. Und ich versuche das auch, sage ich mal, zum Großteil versuche ich das, dass jeder das mal sich auch mal angucken kann, dass jeder oder dass jeder im Endeffekt mal sieht, wie viel Stress das eigentlich ist. Oh ja, das ist nicht einfach nur mal eben so ein paar Leute rumschubsen. Genau. Viele denken sauber natürlich, ne? Ja, klar. Deswegen, wenn ich Leitstelle mache oder so, ich fahre selber keine Einsätze. Ja. In der Zeit, wo ich Leitstelle mache, ich setze mich in meinen Hubschrauber oder setze mich in mein Auto, stelle mich irgendwo hin, ja, wo ich zwar für die Öffentlichkeit zugänglich bin, aber die wird dann natürlich strikt ignoriert. Ich bin dann zwar da, aber ich bin auch irgendwie nicht da, weil ich habe mich ja auf andere Dinge zu konzentrieren. Der ist beim Wasserspender. So, da, Moment. Mein Kollegen, den geht gar nicht gut. Ach, der ist auf dem Marktplatz gestorben, alles klar. So, aber nichtsdestotrotz, ich werde mich jetzt von euch verabscheuen, weil ich werde jetzt so langsam mal ins Bette gehen. Wer sind denn die? Muss morgen. Ja, schönen guten Tag, der Herr. Ja, guten Tag. Oh, der Matze ist wieder da. Schönen guten Tag. Gehen Sie mal. Ja. Mein Kollege. Oh, wo lang sind hier? Ist ja echt doof. Ja. Ich sehe aber noch was anderes, der Herr. Nee, das sehen wir nicht. Ach, das sehe ich, aber ganz schnell einpacken. Ganz schnell. Dann auf dem Feld fahren wir mal, das ist... Ey, wie darf ich dich denn echt nennen, also der Herr hat mir fliegt? Benno. Benno, okay. Pixelby oder... Okay. Wie kommst du eigentlich auf Pixelby? Aber das ist mein Beschlag. Warum fragen Sie das? Wenn du nicht ganz schnell dein Heli wegnimmst, da ist ja weg. Das wird echt knapp. Nein! Nimm dein Heli weg und ganz schnell, aber ganz schnell. Nimm dein Heli weg. Sound microphone muted. Pass mal auf, ich bin die Polizei Aldes. Vertreter des Gesetzes. Ja, das steht auf ihrer Plakette. Ach, lesen kannst du auch schon. Das ist schon mal gut. Da frage ich mich, wieso du hier, kannst du nicht lesen, dass das im Endeffekt Autoparkplatz ist und kein Heli-Parkplatz. Ich hab gar kein Schild. Siehst du nicht das Riesenschild hier? Da sehen Sie mal. Ja, bist du blind? Ich gebe dir 3 Sekunden, dann ist das Ding weg. Aber ganz schnell. Ganz schnell ist das Ding weg. Wo darf ich? Wo soll der denn hin? Naja, nicht da, wo so auf dem Boden so riesengroßes Haar ist. Also, das nennt man Haley, also, wisst ihr? So. Ach, schön. Beim Krankenhaus. Tag. Schönen guten Tag. Hast du schon was zu melden? Ha? Wo ist mein Helikopter hin? Da ist noch niemand. Mit wem reden Sie? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich rede gerade mit irgendeiner Fata Morgana. Also, ja. Jetzt schnappst du dir dein Heli. Ja, pass mal auf, jetzt schnappst du dir dein Heli und verschwindest hier nicht schnell. Ansonsten ist das Ding weg. Können Sie den vielleicht doch beschlagnahmen, wäre das. Sie sind ja ganz schöner Fixer, Fuchser hier.
Fixer. So, Richter, Fixer, Fuchser, Fixer, nee, Fixer. Fixer. Haben Sie sich jetzt entschieden? Fuchser! Ja, ich schlepp ihn ja schon ab. Ich hab das noch nicht gesehen. Das ist nett. Nee, das. Fixer! Vielleicht an ihrer Brille. Jan Schöner, Fixer! Fixer? Fixer, nicht Wichser! Fixer? Waren Sie Neo Chori? Wichser oder Fixer? Jetzt entscheiden Sie sich doch mal. Na, Wichser, Fixer! Mann, ihr riecht mich aber auf! Fixer oder Wichser? Fixer? So, wenn ihr weiter so machst, bist du ein Wichser! Du kannst dir sonst wohin dein Auto schieben. Ich bin Detlef Müller von Alde, Streifenpolizist. Botschaft. Ja, das habe ich gesehen. Darf ich mit ihm mitfahren? Okay, dann haben wir es gefragt. Darf ich mit ihm auf Streifen fahren? Ist abgeschlossen, hier kommst du nicht rein. Ich bin jetzt Mehmet Muhammad Huho. Oh, warte mal. Okay. Darf ich mit ihm mitfahren? Haben Sie einen Taser? Ich habe Ihren Einsatz jetzt hier. Hau ab, euer Stell. Haben Sie einen Taser? Darf ich Taser jetzt mit? Kann ich mal Ihren Taser sehen? Hallo. Hallo. Hallo, Herr Polizist. Ich habe eine ganz große Pistole dabei. Ich bin illegal. So, wieder da. Welcome back. Ja. Welcome back! Warte mal, Mats, jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Hab ich nicht. Guten Tag. Dann nicht. Nein, ich meine, ich habe ja immer noch die Cut lieber und soll ich dir. Soll ich dich anrufen oder was? Du schreibst eine Nachricht an die Polizei. Ich bitte um einen Polizisten zum Medica-Coup. Danke. Mach ich dann, wenn wir da sind. Mach das also überwiegend gleich, wenn du auf dem Weg, wenn du auf dem Weg zum Medica-Coup bist, so, weil es könnte dann möglich sein, was aber jetzt nicht besteht, die Möglichkeit, dass ich auch gleich dann vor Ort sein könnte. Der ist gerade im Funk beschäftigt. Okay. Na, ich zumindest nicht. Moment. Guten Tag. Alter, geht mir die Sirene auf den Sack. Ausweis. Ja, was gibt's? Ja, ich bin sehr neu. Wurde vor offenbar einer. Weiß ich. Das ist mein erster Dienst, das kann ich Ihnen sagen. Aha. Ich finde auch einen schönen Tag. Nee, wo sind Sie? Wo sind Sie? Ich würde sagen, wir gehen kurz zum PD, oder? Zum Haku meine ich. Genau. Flieg mal zurück. Du kannst hochlaufen, wenn du willst. Ja, hoch. Währenddessen. Alter, er stellt ja sogar Forderungen, Alter. Ich lauf gerne. Ein bisschen Sport hier. Aber ohne Scheiß, das ist mal ein geiles Anschreiben. Twix. Ach, ändere mal deinen Namen bitte, du hast eh von mir einen Spitznamen Twix weggekriegt. Ist dir das eigentlich schon aufgefallen? Twixer. Twixer! Ich hab den hier unten die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte den eigentlich nicht als Wichser abstempeln. Aber ich hab's aus Versehen gemacht. Ich wollte eigentlich sagen Fixer, aber irgendwie hab ich schon mal gesagt Wichser. Und die beiden können sich mal entscheiden. Ich so, ja, Wichser, als Wichser. Das war gar nicht mit Absicht, Alter. Und dann haben die mich so durcheinander gebracht, Alter. Das ging gar nicht. Pass mal auf, ich hab gleich wieder AP. Hier wurde irgendwo Hunter gesichtet.
Ist das dein scheiß fucking Ernst hier oder was? Heißt du eine Meise? Spinnst du? Nein. So, nimm deine Flosse hoch, aber ganz schnell. Nimm deine scheiß Flosse hoch. Ich glaube, ich verrecke hier gerade. Der Kerl hat uns geärgert. Ja, deswegen hast du jetzt noch wieder freigelassen. Du bist wohl nicht mehr ganz sauber. Was ist mit dir los? Alter, hast du mal was zu fressen? Hä, nee. Ja. Aber was bist du für ein Typ hier? Busch. Fress lieber deine ganzen. Hinter dir. Du kannst ja mal schön deine Klappe halten. Dir glaubst du nicht mehr. Du hast aber ganz schön scheiß Kumpel, du. Was wärst du da so blöde durch die Kante? Glaubst du, ich renn dir hinterher? Du spinnst wohl! Komm doch her, du kleiner Homo! Jetzt gibt's einen auf die Schnauze! Oh Mann, ist er bescheuert! So, jetzt kommt das Taserschwein! Oh, es tut mir leid, dass ich hier getasert hab, das war jetzt auf Alte! Es tut mir so leid! Oh, das gibt Ärger. Och, na halt noch einmal. Ach, noch einmal. So, jetzt heißt es davon. Ach, man kann hier die Einsätze auch annehmen. Ach so. Och, Leute, es war ein RP. Bitte? Hat dich erschossen? Ja. Oh, da unten. Wieder hinfliegen oder geht's auch so? Ach, ey, Alter, ist das denn sein scheiß fucking Ernst? Danke, wir fahren fliegen. Wir sind auf dem Weg. Ey, ey, wo bist du, Alter? Willst du ein schönes RP mal machen, ein lustiges RP mit dem machen, weißt du? Ich weiß ja, wer es ist. Nein, natürlich nicht. Vor allem, das klang jetzt auch nicht, als wäre es eskaliert. Nee. Na, ihr Süßen. Moin, Schock. Moin. Nee, Livestream. Achso. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur lustiges RP draus machen, weißt du? So, dass ich jetzt halt aus Versehen auf den Zünder von den Dazer gekommen bin, weißt du? Und da habe ich gesagt, ah, weißt du was? Da habe ich schon halt nochmal ein paar Mal immer wieder drauf geschossen mit dem Dazer, weißt du? Und auf einmal die anderen alle ballern schon auf mich. Hätten sie sagen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das von Miliz halt geil, von Dominik und sowas. Dann sagen sie mal, Herr Müller, legen Sie doch die Waffe runter, Sie kommen sonst wieder auf den Abzug, hören Sie doch auf. Weil Tasern, was richtest du? Ich habe extra nur deswegen Taser genommen. Ich habe ja noch nicht mal die richtige Waffe genommen, ja, und dann kommt das jetzt schon so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Vor allem, die wissen ganz genau, dass ich... Ja. Pff. Wahrscheinlich ist das so ein, ich weiß nicht, so ein komisches Phänomen. Du bist Polizist, gell? Da geilern sie wie die Bekloppten. Das ist irgend so ein ganz komisches Phänomen. Okay. Bist noch alle weg gefahren gerade. Hallo. Servus. Mit der Bremsstreifen. Ich such den Herrn Müller. Bin aber da. Er ist schon wieder aus dem Supermarkt ausgebrochen. Wir wollten eigentlich rote Grütze kaufen, aber er wollte ja auch mit den grünen Grütze haben. Ich glaub das nicht, dass der das macht. Wieso lass du schon wieder, Matze? Kann ich bitte beleben? Bremsstreifen. Mach schon mal so. Das Fahrzeug. Warum lass du so? Findest du das lustig? Hier, Bremsstreifen. Ja, bitte. Wir müssten wirklich des Öfteren... wir müssten wirklich hier beide Charakter machen. Wir beide. Matze? Ja.
Sorry, aber ich hab's nur mitbekommen. Ey, der Taser hat mich, ey, der Taser hat mich. Und ich so, hä, was? Ich hab mir aber echt gedacht, du nimmst dich jetzt fest mit. Nee. Es war eigentlich so geplant, das spaßiges RP draus zu machen mit dem Taser, weißt du? Oh, fuck, ey. Ja, ich hab deswegen hab ich nur einen Taser genommen. Ich hab deine Waffe und dein Taser, kriegst wieder. Deswegen hab ich, wie gesagt, ja nur einen Taser genommen. Wir treffen uns am, Netto. Ja. War nicht extra. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Geht's Ihnen wieder gut? Naja, also bis auf meine Kopfkrankheit geht's mir wieder gut. Vermute ich. Sound microphone muted. Bräuchten Sie noch irgendwas? Ja, was zu essen, was zu trinken. Ja, das kannst du aber da hinten vergessen, dass du hier Pfandfleisch klaust. Ich glaub, der hört mich nicht. Oh, da ist aber viel. Ja, da habe ich ein bisschen was gegeben. Bitte schön. Hätten sie noch eh eine Pfandflasche? Eine Feuer. Eine, aber nur eine. Da waren gerade eben irgendwelche Kinder, die haben gesagt, ja, Hose runterziehen, wir wollen Frau Gewaltschen. Und da habe ich gesagt, nee, ist nicht. Und da hat er gesagt, okay, jetzt schieß dich tot. Und da habe ich gesagt, nee, ist nicht, wollte ich wegrennen, da habe ich mich überfahren. Schweine, wa? Schweine. Ich weiß, ich bin ein schlechter Lügner. Alles klar, ich muss erstmal wieder in den Dienst. Hauen Sie rein, Kartoffel. Ja, okay. Wenn noch Hörchen was ist, hauen Sie rein. Da komme ich wieder hier zu hoch, zu Ihnen, zum Medic. Ja, ich was schreibe denn? Ja nochmal eine SMS, wenn wir am KQ sind. Hä? Sicher Fahrt. Fahrt ihr auch wieder rein? Ja, ihr habt aber schön gemacht. Das gibt eine gute Nudel in euer Tagebuch. Ich werde mich dafür einsetzen, aber erst nächstes Jahr. Okay, Herr Müller. Dann haut rein! Schönen Dienst doch. Ach da ist mein Auto. Machst du dich weg von meinem Auto? Aber ganz schnell. Ich weiß nicht, wie ich den Mittelfinger zeigen kann. Ich würde es ja nicht tun. Haut rein! Und du glotzt nicht da so blöde. So, die Schweinebriesler, die krieg ich jetzt. Sound microphone. Bin wieder da. Ja, jetzt hätte ich mal aufgewacht. Ich komm ja schon. Herr Müller, das muss schneller gehen. Es war nicht mit Absicht. Doch. Herr Kassierer, ich such den Herrn Müller. Hat er sich schon wieder verlaufen? Ich geh kaputt. Ja, Bremsstreifen, ey, wir müssen wirklich ein Duo machen. Ja, bitte. Wieso kannst du nicht eigentlich meinen Bruder spielen? Warte mal, ich war gerade kurz weg. Was? Bremsstreifen, wieso kannst du nicht auf dem Sofa meinen Bruder spielen? Das passt wie eine Faust aufs Auge. Was soll ich denn spielen? Na, mein Bruder. Auch. Detlef. Ja, na genau, da würde ich dann komplett das nur Helmut Müller machen und du halt einen Detlef Müller. Ja, aber ich kann ja nur erziffern. Das ist mein Problem. Du bist ja permanent irgendwie als Medic oder Polizei. Deswegen ich kann auch, nee, ich gehe auch zwischendurch als Ziff. Am Steuer einschlafen. Entschuldigung, mein Bruder hat vor mir nach Steuer gefahren. Die Geschwister Müller. Ja. Alter, die beseichen sich wie ein Gro. Köpfe drehen. Und ich glaube, wenn sie dann mich als Doppelpakt haben, vor sich stehen haben, als, weil du bist ja genauso bekloppt wie ich natürlich. Ich bin bekloppter als du. Nee, beide bekloppt. Ja, okay. Also wir nehmen uns in manchen Situationen mal überhaupt nichts. Helmut, leg den Schraubenschlüssel zurück, das ist nur die Polizei! Nee, kann ich nicht! Helmut, leg das Werkzeug zurück!
Die muss wieder seine Schrauben im Kopf wieder ja richtig reinschrauben. Ich hab gesagt, du lässt das zurück, Alter. Ich piss mir ein vor Lachen, Alter. Weil die kommt, die wissen ja ganz, pass auf, die wissen ja alle ganz genau, gell? Ich bin ja einmal beide Personen, ne? Und wenn sie dann urplötzlich Zweier haben, vor sich stehen haben und die so nicht mehr ganz sauber sind. Alter, wenn wir gecallt werden, du. Die feiern ja jetzt schon die ganze Zeit. Ich hab dich nicht verstanden. Was? Wie? Gras pflücken? Hast du einen an der Klatte? Ja, ich komm schon. Da unten läuft jemand. Gut, ja, da unten sind viele. Matze, ich komm daher gleich nochmal wieder. Ich muss kurz mit dem Kumpel fragen. Gehen hier unten ab, ey. Herr Müller, wir sehen uns dann später. Yeah. Bis gleich. Jo. Willst du nicht vor Publikum in den Busch fliegen? So, aussteigen. Moment. Hey, und Fahrzeug immer abschließen. Achso, kann ich auch abschließen. Nee, ich hab den Schlüssel noch nicht gegeben. Aber ansonsten rennt immer gleich einer hin. Nee. Ich hab jetzt mal. Mit Shift C kannst du übrigens hier die Schranke. Du weißt es mit meinem Taser! Ah. Was ist los? Ich hab jetzt mal einen Polizisten angeschrieben. Die Polizei, dass sie hier meine Waffe. Die haben mein Taser! Oh nein. Was machen die denn hier? Schießen die im Krankenhaus? Ach, der fährt da mit dem Buggy rum. Wo ist der? In der Treppe vom Krankenhaus. Treppe. Der fährt jetzt aufs Dach. So, schönen guten Tag, altes Polizei hier, der Rentner. Zeichen Sie mal Ihren Horst ab. Ich muss mal mit Ihnen ernstes Wörtchen reden. Geben Sie mal Ausweis. Er ist umgefahren. Ich will mir jetzt auch mal ein Auto kaufen. Das sollen wir mal ganz kurz absteigen. Irgendwelche Sachen, Autos, die man sich erst auf einem bestimmten Raum holen darf. Läuft. Wo ist er jetzt hin? Wie ist das? Nee. So, jetzt zeichnen Sie mal. Jetzt zeichnen Sie mal Ausweis. Kommen Sie mal runter. Können Sie mal Ausweis zeichnen. Ja, das stand da eben. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Steigt sofort ab von der ganzen Karre. Nicht von der halben, von der ganzen. Von der ganzen, da diskutiere ich jetzt gerade gar nicht weiter rum. Ihr wisst ganz genau warum. Oder soll ich es euch nochmal erklären? Nee, alles gut. Wir fahren weg. Oder so. Nein, nein. Nimm deine Griffe runter, runter von dem Quad. Aber ganz schnell. Peter? 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 Mhm. Gib mal Ausweis. Weißt du, wer ich bin? Ich weiß, wer du bist. Ja. Mhm. Ich mache ja jeden Spaß mit, gell? Wir dachten... Ja, pass mal auf, Peter. Ich mache jeden Spaß, wirklich jeden Spaß mit, gell? Aber das ganze Gelände. Ja. Wir dachten, es wäre nicht los und wir wollten unbedingt ganz oben drauf und einmal runterfahren. Ja, das ist mir schon klar. Einmal vom Helipad ganz runterspringen.
und gucken, was passiert. Ja, Sani, rück mal an. Mach das Ding hier mal hier ganz. Peter, ich hab das nicht gesehen. Macht einmal, aber nur einmal. Okay. Immer meine Pappenheimer. Hallo? Oh, ey, ernsthaft, Leute. Oh Gott. Los. Glaubt ihr jetzt aller Ernstes, ich verfolge euch, wenn ich alleine Kopf bin? Abhaken. Wie mache ich hier meinen Blaulichtern? Jetzt nur mit dem Funkfeuer. Mit Shift F Sirene? Ja. Mit Shift F Sirene aus. Das ist nur noch. Machst du mal deine Jaule da drin raus? Steig mal aus! Shift L. Ich krieg noch was von euch! Ah, da oben fährt jemand mit dem Quad rum. Der wird eh gleich nicht mehr überleben. Da! Der ist ganz oben drauf. Liebe Zigeuner! Schnauze! Liebe Zigeuner! Der ist da oben! Sollst du die Schnauze halten? Liebe Zigeuner! Da ist einer. Haltet jetzt alle Schnauze. Haha. So. Wir machen jetzt mal nicht Kekswichsen. Der, der in der Mitte steht, macht Kekswichsen. Peter, stell dich in die Mitte. Stell dich in die Mitte. So. So, liebe Leute, ich krieg noch was von euch. Was denn? Ich weiß nicht, von was ihr redet. Taser! Taser! Aber ganz schnell rausrücken! Ich habe so eine schöne P07 mit Schalldämpfer, die ich scharf schieße. Aber kein Taser. Die sind in meinem Haus. Ganz schnell rausrücken! Herr Polizist, wir können einen Deal machen. Ich krieg das Fahrzeug. No. Da will ich jetzt einsteigen. Steigst du mal aus der Schüssel raus? Du spinnst wohl langsam. Steig aus der Schüssel raus. Herr Polizist, reden Sie mit mir. Ich habe... Kommen Sie her. Nein. Hier drüben, der mit dem dicken Rohr auf dem Rücken. Wer denn? Aha, verarscht, verarscht. Verarscht, nimm deine Wumme runter, du spinnst wohl. Ich klatsch dich gleich mit dem Holzlatsch. Du spinnst wohl. Nimm deine Wumme runter. Ich komm dir ziemlich nah, du wirst richtig Angst haben vor mir. Ja, ich geh dir auf den Schwanz, auf den Sack. Graf Magark hat's, oh oh, der wird mir gefährlich. So. So, Herr Polizist. Ah, hier ist er. Habe gehört. Hallo. Sie wollen Ihren Taser. Hallo. Ach. Der Taser. Also wissen Sie doch was vom Taser. Klugscheißer. Ich weiß was von dem. Ja? Wollen Sie ihn wieder? Nö. Denn sie hätte die 10 Millionen gekostet. Konnte ich mir bei euch Abzocker schon denken. Sie? Ja, ja. Sie kennen uns doch. Ja, genau das ist es, ich kenne euch. So, passt mal auf. Du kannst dich mal ganz gewaltig. Pass mal auf, du kannst dich mal ganz gewaltig als Piep betrachten. Wisst ihr was? Schieb dir das Ding doch in deinen allerwertesten Graf Magar-Arsch. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Guten Tag. Ich wollte Ihnen gerade eine Blase, aber gut, verschwinden Sie. Scheiße, ich habe jetzt abgeschlossen. Jetzt finde ich den Schlüssel nicht mehr. Kann mir jemand mal helfen? Hier unten liefert auch. Hier unten. Was heißt ihr wartet? Habe ich sie erlaubt zu duzen? Meine Fresse, wird's immer schlimmer mit der Jugend. Geht's euch noch ganz bald raus? Ich bin Batman. Pass mal auf. Wenn du Batman bist, dann bin ich Bruce Lee.
wo ist Rosi? Oh, jetzt war die Bumme. Ich freue mich mal ganz schnell mal mein Taser. Geben Sie mal Taser. Ganz schnell. Mein Freund, das ist einfach verloren. Der liegt im Straßengraben. Boah! Aber ich habe eine Fahrzeuge hier, die würde ich mal ganz. Och, nö! Feuerwerk! Das ist nicht mein Quatsch. Ich will. Haben Sie E-Fritten? Hallo, ich brauche. Ja, ich habe E-Fritten dabei. Oh, ja, natürlich. E-Fritten, lecker. Ja, Moment, ich hole die Kurve. E-Fritten! Haben Sie gehört? Oh, die E-Fritten werden beschlagnahmt. Oh. Ist das der Ernst? Haben Sie meine E-Fritten? Ist das der Ernst? Ich diskutiere hier nicht rum! Das war mein Imbisswagen, die alte Knackersau. Alter, hast du jetzt noch die große hast du jetzt noch die große Schnauze? Geh erstmal zum Netto. Fang dir erstmal irgendwas an zu leisten. Da fang doch erstmal bei Netto an zu arbeiten. Spinnst wohl, du Vogel! Ja, sag du. So, jetzt lass mich aus dem Weg, jetzt bin ich beleidigt. Was haben die denn gemacht? Die E-Fritten. Ach so, ich hab ja noch ein Auto. Die E-Fritten. Die E-Fritten. Was machen die E-Fritten? Herr Polizist? Na, glauben die, ich call die jetzt, wenn ich alleine als Cop bin? Herr Officer. Sound muted. Was heißt denn da draußen? Ich müsste ihm nur eine Waffe übergeben, weil ich hab letztens Test gemacht. Pass auf, ich geb dir mal was, tu das mal hier rein. Ja, mach ich. Danach bitte den Schlüssel wegwerfen. Die brauche ich sowieso nicht, sind sowieso geklaut. So, oh, vielen Dank. Was hat der eigentlich da reingelegt? Warum haben sie die E-Fritten beschlagnahmt? Sagen Sie mal, wissen Sie nicht, dass Sie das hier ja nicht dürfen? Warum beschlagnahmen Sie den E-Frittenwagen? Ja, warum, Mabu? Ja, lecker E-Fritten oder mögen Sie keine E-Fritten? Sie sehen scheiße aus. Guck mal, das ist doch ostdeutsches Produkt hier. Das hier. Das hier. Oh nicht, das Scheißhaufen, was Sie fahren. Ich muss jetzt erstmal jemanden kontrollieren. Moment. Lalu, 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 lalu. Wer ist so schnell gefahren? Schnell hinterher!
Damit du die Scheiße nicht kaputt machst! Die Türen, was machen sie die Türen denn kaputt? Wie heißen sie eigentlich? Ich bin die Frau von Julian Weid. Und sie? Herr Polizist, da kommt ein Quad rein. Brauchen Sie ein Visier für Ihre Waffe? Warten Sie mal, Herr Polizist. Herr Polizist, wir kriegen MRCO. Hallo, Herr Officer. Gut, ey, er hat geklaut. Hab ich gar nicht. Rück die Scheiße mit da raus! Aber ganz schnell! Ey, du Vollassi, du. Dreck die Scheiße da raus! Geh doch mal weg! Hol mal von dem Ding! So, jetzt rückst du das ganz schnell raus! Ja, ich leg's wieder hin, alles gut. Ja, komm, geht schneller hier! Können Sie den Leuten besser in die Fresse ziehen? Entschuldigung, bitte schön. So, es tut mir leid, da bin ich von Abzug abgerutscht. Wann müssen wir denn in Rente, Herr Müller? Eigentlich hätte ich schon gemusst, aber das ist 400 Euro, ich hab hier. Können Sie denn überhaupt noch Auto fahren mit Ihrem Bruder? Tasern die den. Oh, Strider. Oh, weg mit dem. So schnell wird mal jemand los. Verlasst mal alle das Gelände. Alle runter vom Gelände. Ah, ganz schnell. Runter vom Gelände. Sonst muss ich euch alle tasern. Ich glaube, runter vom Gelände. Du gehst auch runter vom Gelände. Zacki, 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 zacki. Mach runter vom Gelände. Runter. Warte, ich muss nachladen. Ja, runter vom Gelände! So, jetzt raus hier! Sieh, ach! Machst du nochmal das Ding hoch, der ist richtig! Ich oh oh! So! Wir sind alle umgefallen. Oh nee. Oh nee. Also nicht die Sachen aufheben, das geht von diesem Dach vom Medic. Jetzt dürfen wir ihn ja gleich wieder. Oh nee. Tut mir jetzt aber leid. Kann man den Medic noch retten? Hey Müller, kann man den noch retten? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Medic. Wegen aggressiver Fahrweise hab ich dich getasert. Oh nee. Oh nee. Das tut mir leid. Oh nee. Oh nee. So, ich hoffe, du fährst nicht mehr so beschissen. Das war eine ganz schöne gefährliche Art und Weise. Aggressive Art und Weise. Soll ich deine Reifen? Ey! Meine Karre, ey! Na! Soll ich wirklich in Rente gehen? Soll ich gleich festnehmen? Ey, Schuss und du warst getasert! Oh nee, Herr Polizist! Können Sie mal, mir mal helfen? Na? Ein Schuss und du warst getasert! Soll ich wirklich in Rente gehen? Soll ich wirklich in Rente gehen? Hä?
Ja, fahr lieber hier weg! Der Fahrer von dem Auto. Der Kubin legt sofort auf den Boden, aber ganz schnell! Mache dich runter auf den Boden! Ich würde sagen, wir machen gar nichts mehr, ne? Wir sind noch im Rathaus. Lol. Moin, Svenny. Ja, oh Mensch, Herr Müller, was machen Sie denn? Ach, Sie wissen doch, wie die Idioten hier sind. Moment, ich will mal kurz was gucken. Wer war der, der sich da drauf gesetzt hat? Das war der Sonny Black, glaube ich. Der soll mal herkommen. Wieso soll denn der herkommen? Warte mal. Ich hab das ihm gesagt.
Bitte schön. Viel Spaß.
erstens am Ende der Geraden ist. So, jetzt bin ich wieder da. Kurz das dazu. Livestream läuft wieder, gell? Wir machen Sportlimo-Rennen. Was? Sportlimo-Rennen? Sportlimo-Rennen. Von Kavala nach Hatira wäre als erstes am Ende der Geraden. Ja, das Problem ist nur da. Das Problem ist nur bei Sportlimo. Ach, warte mal. Das Problem ist nur bei Sportlimo im Endeffekt kannst du schnell verrecken. Wie gesagt, bedenkt, wir haben nur zwei Medics. Da kriegen die mal was zu tun. Es sind ja auch nicht so viele Leute, glaube ich, die mitmachen. Ich glaube 8 Leute vielleicht. Auch 2 Medics. Na, wartet mal, ich logge mich mal. Moment mal, wartet mal, ich logge mich mal um als Medic, da sind wir 3. Ja? Nee, also noch 2, weil ich bin gleich wieder weg. Kannst du mal move was? Oder so? Oder bin, ich geh gleich. Achso. Alle Leute, die mitmachen, mit einem Channel kommen. Zwei. Na, ich bin noch als Cop drinne. Ich steh jetzt raus. Was, du gehst auch raus? Dann bekriege ich ihn jetzt aus dem Fahrzeug raus. Bin gerade einfach gestorben. Du kannst ihn gar nicht rauskriegen, rausziehen, du kannst nur rein, du kannst nur so machen, Auto aufknacken und auf dem Fahrersitz drauf. Ich kann auch in 30 Sekunden wieder aufwachen, so ist er nicht. Nee, warte kurz. Aber üben. Warte, was war da denn mit dem einen Typ, der den Taucheranzug an hatte? Ist egal, schon mitten geklärt. Warte, bist du noch da? Egal, für Trolling, ne? Der Schalldämpfer. Uff. Was war das? Das feige mich auch. Wow! Okay, ich glaube, ich mach eher auf, oder? Stimmt. Oha. Gleich respawnen. Die Schranke ist echt. Also hatten wir heute echt original knapp 60 Leute bei uns drauf gehabt, gell? Brutal. Respawn. Ja. Alles gut soweit. Alles gut. Hallo. Ach, hey. Ah. Matze? Hm? Ich wollte mal fragen, ob der Sue, Said, also Ole, morgen bei mir das Praktikum machen darf. Mm-mm. Warte. Was machen wir jetzt für ein Event? Sport? Der Zirkus ist noch hier. Komm hier rüber. Drück Windows auf deine Koffer. Channel switched. Die das Event mitmachen wollen, gehen mit hoch. Also die Medics gehen schon mal in. Sollen wir warten auf Leitung gehen? Ja, macht mal warten auf Leitung, ich guck da mal. Ja. User left your channel. Channel switch. Macht ihr das Event mit? Ja, klar. Und da geht man mit hoch, warten auf Leitung. Ja, gleich warte, wir machen gerade was. Channel switch. Macht ihr ein Event mit? Kann nicht. Ach ja, stimmt, Even. Hahaha. Hehe. Immer noch. Ja, das ist ein Perma. Hä? Und jetzt? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Ich hab ein Dings. Ich hab was gemacht, damit ich 2 Sekunden vielleicht so höchstens 2 Sekunden ein bisschen schneller gefarmt habe. Mhm. Weil ich ein paar schnelle Touren fertig wollte, weil ich den ganzen Tag überfallen worden bin und 3 Tage davor auch schon die ganze Zeit. Du lernst es aber auch nicht, ja? Kann sein. Na, ich bin erstmal oben. Ja. Error. Channel switch. So. Ich sitze beim Polizeibüro auf dem Berg, lässt noch einen Kletterunfall. Bin ich jetzt als Medic oder nicht? Ach nee, ich muss ja nochmal so. Boah. Warte mal.
Hey Peter. Hm? Ich hatte mal eine LR dabei, oder? Die muss man jetzt ersetzen. Du hast keine LR dabei. Doch. Nein. Jetzt Photoshop ich einfach. Ja, mach mal. So, ich logge mich jetzt gerade als Medic um. Ja, warte kurz, ich muss mir noch kurz meine Garage kaufen. Ja. Ja. Also ich weiß ja, dass ich stinke, ja. Aber dass ich so sehr stinke, dass der Medic wegläuft, nachdem er mich wieder belebt hat. Was ist mit meinem Auge, Alter? Das kriegst du jetzt erst mit? Nee, okay. Ich bin gerade übel, weil ich meine eigene Wimpern reinbekommen habe. Wo ist der Medic? Hä? Wo ist denn jetzt der Medic, Mann? Ich verreck gleich wieder wegen kein Trinken und Essen. Ja, komm her, steig ins Shredder ein, ich geb dir was. Oh, gut, das ist mal in dein Wagen einsteigen. Machen wir das Sportlimo-Rennen? Hm. Mit Rahmen. Hab ich mit anfassen? Ja, mit RAM natürlich, sonst macht's ja keinen Spaß. Ja. Ja, klar, wenn schon, denn schon. Wo treffen wir uns? Kavala Marktplatz, würde ich sagen. Ist Peter jetzt in der Garage oder was? Ne, ich bin in der Türe. Dann lol. Matze? Ja? Ja, ich würde sagen, wir machen das am Flughafen, oder? Werden die Sportlos gestellt oder soll ich welche kaufen? Wir müssen welche kaufen. Alles gleich. Lass ihn kaufen. Jeder hat doch eine eigene Sportlimo. Matze, wo machen wir das Rennen denn? Ich würde sagen, wir machen das wieder Grenzkontrollposten. Ja, bis zum Flughafen wieder, oder? Jo, weil da sind schon heftige Kurven mit dabei. Ja, ist doch egal. Ich bin erstmal weg. Tschüss. Das ist doch was Geiles mit mir, wenn es so fertig ist. User disconnected from your channel. Fahren wir schon Grenzkontrolle. Ich will bei einem Medic mitfahren. Also, wo treffen wir uns? Bei einem Medic mitfahren? Ja. Wieso willst du bei Medic mitfahren? Weil das cool ist. Wer dann sagt das? Ich bin einfach selber Medic, so wie ich. Ja, nö, ich will. Hä, wer hat jetzt gesagt, weil das cool ist, weil wegen Medic? Ja, ich will da noch mitfahren bei einfach. Ich hab gesagt. Von euch. Ja, ja, wer bist denn du? Ich bin Susaid. Ach, du bist der! Aha. Ja, der auch morgen Praktikum machen wollte. Oh ne, das ist jetzt gestrichen. Nö, jetzt erst recht nicht mehr. Ach, schade. Ich weiß schon, dass Masse gerade nur Spaß macht, oder? Ach, schade. Ja, dann wirklich nicht. Obwohl ich gerade sagen, dann wirklich nicht. Oh, warte mal. Hat jemand einen Benzinkanister für mich? Die Ebola hat gesagt, das EMP mit der Sportlimo. Hab ich dabei. Das ist nicht unser Problem. Nee, hab ich nicht. Aha. Dann kümmere dich um eine heile Sportlimo. Ich hab 5 Stück dabei. Wer hat gefragt? Ja, ich. Bei der Garage. Wer ist jetzt noch als Medic da noch da? Bist du bei der Garage? Kriegst du wie? Nee. Wollen wir mit wiederbeleben machen oder wollen wir nur über die Luft kontrollieren, dass keiner kürzt? Joshi, guck mal, ich hab meinen Trick. Mit wiederbeleben. Wiederbeleben. Mit anpassen. Dann mach die Garage auch. Ja, gut, das Ding ist nur, da sind wir zwei Medics halt zu wenig, ne? Ich bin noch nicht mal da, wartet doch. Ich muss mir erst eine neue Sportlimo kaufen. Weil wenn wir da mit wiederbeleben. Wir werden jetzt geschossen, weil die zum HQ kommen und einer wisst von uns mit. Wisst ihr, was ich meine? Da sind wir zwei Medics allein, also zu wenig mit wiederbeleben. Wie kostet das Sportlimo? Geld, Backsteine nehmen sie nicht. Gut, wie lange ist denn die Strecke? Geld. Ja, von Grenzkontrollposten bis zum Airfield. Im Side-Channel. Die Strecke. In Direct Channel, wenn wir alle da bis sind. Bis zum Terminal oder von so. Bis wo? Wir machen hoch bis zur Tankstelle, die oben nach den Airfield ist. Weißt du, was ich meine? An der Kreuzung. Mhm. An der Kreuzung? Machen wir mit Treppe? Mit Treppe mache ich es doch nicht. Hinter mir. Meinst du die beim Krankenhaus, Matze, oder die nach dem Krankenhaus? Die nach dem Krankenhaus am Ende der Kurve. Noch genau. Nicht am Ende der Kurve. Wenn du die gerade Strecke hoch machst, gell? Oh mein Gott. Da hast du beim Airfield, hast du doch einmal, da kannst du hinterm Airfield rechts rummachen und einmal links hoch, gell? Da hast du noch eine Tankstelle. Es soll Yoshi einfach wieder. Ich hab mir gerade einfach eine normale Limousine gekauft. das ist wieder mal typisch. Das ist echt typisch. Nee, damit mach ich auch fertig. Matze, willst du die Strecke wie gestern? Die Strecke von gestern, Matze. Das kannst du nicht mit der Sportlimo machen. Sicher. Meinst du wirklich? Ja, nee, lass einfach ganz mal auf der Hauptstraße fahren. Nein, ist ja langweilig. Nathan? Ja. Dann möchte ich, dass du für das Event hier ein SUV auspackst. Nochmal? Ja?
Wenn alle da sind, zeichne ich den Deck ein. Der hat jetzt schon einen Unfall gemacht. Oh mein Gott. Soll ich weit wohnen bleiben, oder? Wen hab ich da gerade überfahren? Na, wir brauchen auf jeden Fall einen für den Boden, mindestens. Wir sind nur zu zweit, ne? Allein schon. Der hat da hinten einen Haley mit ist. Ja. Wer ist das? Steig ein. Da. So Sage. Gut, dann tust du mir bitte einen Gefallen, steig bitte sofort aus. Schade. Du bist jetzt gebannt. Komm, steig aus. Aber bin schon lang. Bin ich. No whisper target, no whisper target found. Bitch. Oh Gott. Da guckt die Regel von alleine runter. Ey, hör auf zu meinen Eck, ey, ramm das nicht, ey. Wo ist denn der Suiuiuid? Ich hier, vor dir mit einfach, der... Sag doch einfach Ole. Digga, kannst du bitte... Ole. Ich schwöre, ich kack dir ins Fahrerhaus, ey. Kommt mal alle bitte hier vor zu mir. Da wo der nackte... Ole? Viper. Ja? Du hilfst mir. Soll ich nur nämlich gleich die Strecke ein? Alles klar, wie viel soll ich denn davon mitnehmen? Ach, wir fahren gar nicht Hauptstraße. Nee. Doch, zum Teil. Verreck halt einfach. Ein paar Repair-Kits habe ich auch mit. Ja. Falls das nötig ist. So. Das wird nötig sein, allein so beim Start. Zwei. Allein beim Start gehen locker drei Autos in die Luft. Fünf nochmal. Wie gesagt, Leute, wir sind nur zwei Medics. Und ich. Wie gesagt, mein Medic. Mein Medic packt bitte ein SUV für dieses Event aus. Ein SUV? Ja, du sollst ein SUV auspacken. Alles klar. Aber mit diesen Erste-Hilfe-Kits kann ich Leute wiederbeleben. Also ja. Links, ey, wenn man von Kavala auskommt, stehen rechts die Monster und links die Pokémon-Sportlimos. Alle anderen dürfen nicht mitmachen, würde ich sagen. Ja, nur Monster und Pokémon, es geht nichts. Oder kommt ein Heli angedesynkt? Oh, wer kann das denn sein? Ja, weil ich schon wieder nur wegen einigen oder wegen ein paar Spielern schon wieder nur mal raustappen musste. Das sind aber keine 80 Meter. 60, um genau zu sein. Okay, 40. Also wo müssen wir jetzt hin? Ui, was? Wenn du eine Sportnummer hast, Grenzkontrolle. Manuel immer die irgendwas schreibt und ich einfach nur so, ja lol. Der Medic muss sich dann hier in die Mitte stellen und Shift C drücken. Falsch, muss ich nicht. Was, wenn nur eine Schranke aufgeht? Es gehen beide auf bei den Dann Medics. Haben die anderen Pech. So, okay. Shift C, mach mal Shift C. Der ist noch nicht gedrückt, jetzt ist er drauf. Shift C, mach mal. Ja, guck. Ja, lol. Deswegen Grenzkontrolle. Das hab ich doch gestern auch so gemacht. Ja. Darfst du mitmachen, du hinten in der Limo? Voll. Du hast keine Pokémon-Limo, du darfst keine Monster. Mitmachen. Peter, geh weg. Hört auf jetzt. Fahr noch näher auf und ich bring dich um. Leute, ich hab mir gerade ein Haus gekauft. Wow. LOL. Leute, kommt mal her. Hä, wer ist... Ah, da kommt der SUV. Sind jetzt alle da. Der Medic fährt schon mal etwas weiter vor bis zur ersten beschissenen Kurve so rum. Erstmal den Weg, der braucht doch auch erstmal den Weg. Komm mal her hier. Alle mal herkommen. Fertig. Einmal aussteigen und herkommen. Also wir sind jetzt nur 5 Leute. Und ein Medic. Ja. Und ein Heli. Dann eine höhere Chance, dass wir 4 Millionen gewinnen. Also, stopp, kriegt der zweite und dritte Platz auch was? Also SUV fährt dann weiter vor. Gell? Ja, der braucht ja aber auch erstmal den Weg. Medic, ja, klar. Komm mal her. Medic, komm doch jetzt mal her. Hallo, guten Tag. Ich hab gehört, Sie machen ein Autorennen. Ja. Nö. Darf ich auch mit meinem Traktor kommen? Nö. Scheiße. Na, wenn gut, du eine Sportlimo hast, rück mit an, schnell. Ich hab ne normale Limo. Alles klar, dann lass es checken. Was kostet Sportlimo? Du kannst aber dir ein Haley auspacken und mit über die Luft gehen und zu kontrollieren, oh ja, gerne. Dass sie nicht abkotzen.
Ey, geil, ich kann hier physische sammeln. Was soll ich kontrollieren? Lass sie nicht abkürzen, Mann! Das will ich abkürzen. Lass sie nicht abkürzen. Ey, Herr Tettler, Müller, bitte ich dem angehen. Ey, Leute. Man kann hier echt Pfirsiche fangen, ja. Wo kann ich denn mit Kamala und Heli aufmachen? Pfirsiche fangen kannst du? Ja, ja, ich kann Pfirsiche fangen. Ich kann hier Pfirsiche fangen. Guck mal. Alles klar, die Engine und die SLG ist schon kaputt. Ja, dachte ich mir doch gerade. Wo kann ich den Heli auspacken? Ja, was? Gestern. Ich mach. Nee, ich mach. Okay, du machst. Ja, das war falsch, aber egal. Was sagst du, Matze? Aber das ist auch mies. Ja? Wo kann ich den Heli auspacken? Oh, wie muss ich? No Whisper Target. Wieder raus. Lass mich gerade. No Whisper Target found. Was ich noch mitgenommen hätte, wäre die. Wäre hier der Umweg. Der da. Keine Ahnung. Na, Airfield, Atira. Ach du Scheiße, ich bin gleich. Einmal bitte den Weg anschauen. Eingezeichnet. Sehr schön eingezeichnet. Ich bin auch gleich da, gib mir einen Moment. Was ist was für ein Umweg, Alter? Ja, keine Hauptstraße die ganze Zeit, ist ja langweilig. Okay, dann werde ich mir den jetzt nachzeichnen. Wieso? In schön? Ja, oder bleibt der dann? Der bleibt. Der Weg bleibt jetzt. Ja, mein Auto. Sollen wir schon alle reinsetzen? Starte die Motoren. Alter, nice. Ja, der Medic. Könnte der Ding muss hier machen. 10 Kilometer. Ich empfahre euch jetzt kurz mal. Wir locker sterben. Alle anschnallen. Alter. Anschnallen, stimmt. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe kein GPS. Da muss man auf die Karte gucken. Brauchst du meins? Oh ja, bitte. Ich bin auf dem Dach. Bist du? Wer bist du? Bring einfach runter vom Dach. Ich bin auf dem Dach. Warte, ich flieg kurz runter. Ja. Er fliegt kurz runter. Sagt er. Wow. Er fliegt doch runter. Er fliegt runter. Oh ja, ich werde so sterben. Wir können eine Einführungsrunde wie bei der Formel 1 machen. Wenn alle sterben, was passiert dann? Ey, ich sag euch eins, der erste wird der letzte sein. Mein Name ist Detlef und ich bin jetzt in Atira. Der Medic ist einfach das Safety Car. Wow. Ich darf schon mal losfahren. Nein. Ey. Die andere Seite hat einen Vorteil. Ja, wir Pokémon. Schranke zu. Pokémon und so, ne? Ja, guck mal, Matze? Der eine hat ja ein Heli, der Medic ist ja unfair. Matze? Ja? Ich bin in 2 Minuten da. Ja. Ich hab echt, was? Ich muss den Weg nochmal einzeichnen. Leck mir die Eier. Muss ich irgendwas mitnehmen? Auch nochmal einzeichnen, die Minute. Es wird so viele Tote geben. Ich bin ja nur 5, ich kann ja so viel sterben. Ich hau meine Weste schon mal in das Auto rein. Oh ja, ich. Warum, Alter? Das ist eine Stufe 4 Weste, die kostet 200k. Ja, ich hab eine Stufe 5 Weste dabei. Kostet 300k. Ja, du hast auch eine scheiß Elite-Lizenz. So, pass mal. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind fertig. Ich bin bereit. Wir warten jetzt nur noch auf das letzte, auf den letzten. Wir sind bereit. Komm auch jemand. Kommt noch ein Sechster oder was? Der Sechste kennt den Weg aber noch nicht, Motze. Nochmal eins echt. Nö, dann darf er nicht mitfahren. Natürlich. Ich mach Helikopter. Soll ich moderieren oder? Ach, du machst einen Kommentator oder was? Du sagst. Alle Nego an. Na, wieso denn? Er muss doch an. Ne, wieso der andere Heli? Ich bin nämlich live auf der Formel 1 Strecke und heute sehen wir das wundervolle Rennen. Auf, Alter, mich zu rammen. Heute ist der große Preis von Griechenland. Nicht stoppen, nicht stoppen. Ey, ja! Das passt perfekt, der große Preis von Griechenland, die hatten aber nicht genug Geld, die Strecke zu Ende zu bauen, deswegen ist es ein Sprintrennen und kein Rundkurs. Boah, der war jetzt heftig sarkastisch. Ey, fahr mir noch mehr auf. Wir rennen auf Start sein, oder was? Wie gesagt, der andere Heli, der jetzt kommt, gell, der muss einfach nur darauf achten, dass die auf der Straße bzw. Straße Schotter bleiben. Aufs Gras gibt's hier nicht! Max, runter vom Gras! Runter vom Gras! So, wie weit seid ihr? Ist der Heli auch schon unterwegs? Der Sechste ist noch nicht da. Noch nicht ganz. Die Steuerung ja, aber du bist schon ungefähr auf der Strecke, ja? Nein, ich bin kurz vorm Flughafen. Ernsthaft? Ja, ich hatte gerade ein Problem. Nee. Ja, dann fahren wir jetzt los. Ja. Wir können ja beim Rückweg nochmal. Dann wartest du am Airfield, wir machen wahrscheinlich zurück auch noch. Ja. Deadlift sagt ja. Alter. Ohne Rahmen, ey. Hä, sicher mit Rahmen? Mit Rahmen. Mit Rahmen, also mit Anfassen. Lass uns mal vorfahren, ey. Genau, lass uns mal vorfahren. Am Ende überhäusche ich euch. Muss man die eingezeichnete Strecke fahren? Ja. Aber die sieht einfach jemand gerade. Ich mag vielleicht halt sein, aber ich kann auch keinen Rahmen machen. Jetzt schon Unfall gebaut? Nice. Ja, ich. Mann. So, hier die Stadt geht. Hier die Stadt ab.
Boah, Alter, ist das nervig hier. Du hast auch einen Unfall gebaut. Ja, du bist. Hey, Matze? Ist das euer Ernst? Matze, morgen. Das wird auf. Nie was mit euch. Ich brauch die 4 Millionen, schnell, bitte. Baut mal Unfall davor, mach ein bisschen Action. Ich hab einen Unfall, bin fast tot. Oh mein Gott, ich hab die Kurve so heftig OP gedriftet, ne? Ich bin so ein Boss, Alter, und jetzt bin ich gleich tot wahrscheinlich. Ich bin noch nicht tot. Der Typ ist ein Boss. Ey, warte mal, wir hätten es vielleicht ankündigen sollen. Was ist, wenn uns ein Helmet entgegenkommt? Stopp! Wo ist mein Kriegsbrei? Wie viel Prozent hast du schon? 60. 60, sag mir, wenn du 100 hast. Mein Kriegsbrei! 100. Also ist mein Kriegsbrei kalt. Was für Prozent seid ihr geistig? Neben uns egal. Oh. Das wäre ein scheiß Döner aus der Fresse. Ich hab ey, ey! Mach den Medic doch. Meine Spur gefahren. Das wird nicht mit den 4 Millionen. Ich mach grad erste? Peter. Wo ist denn der erste? Todeskurve vorbei. Ja, mach ich grad. Was, da bin ich ja nicht. Ich repariere die Karre und du belebst wieder? Oder wie machen wir das? Ja. Ja, geil. Ja, lol. Nein, nein, ich bin falsch abgebogen. Ich repariere. Mach du mal hier den Heini. Ja, du stehst, du bist jetzt genau, du bist jetzt genau im Weg. Mal ein bisschen so, ne? Wegen Action so. Mein Auto ist kaputt. Bist du? An der Todeskurve in der Nähe. Ich sweate jetzt auf diese 4 Millionen. Ja, geil, ich bin schon wieder der Letzte, ne? Bin falsch abgebogen. Heli startet nun. Soll ich die Koffer einsammeln? Ja, nein. Nein. Du kommst sowieso nicht. Warte, er wollte mit der Toastrube abkürzen, Alter. Ich hab kein Werkzeug. Digga, wo bleibt der Medic, Mann? Ey, lass mal doch mal. Ja, wir sind nur zu zweit. Was soll das Essen? Hallo. Das war doch mal aufhören zu rumzustressen. Ja, stimmt. Texte mir bitte mal. Sonst krieg ich noch meine Tage. Ich hab's euch gesagt, wir sind nur zu zweit. Ihr wolltet nicht hören. Krebsbrei! Wie viel Kilometer hat denn der zweite noch? ich weiß es gerade nicht. Ich hab gerade überlegt. Wo ist denn der SUV von den Medics? Ich steige gerade, aber ich sehe keinen von euch. An der Todeskurve ist einer. Hallo. Ah, hier. Tag falsch gefahren. Uff. Junge. Ja, danke, dass du anhältst. Der Pfleger hat gesagt, wenn ich mich gut verhalte, darf ich heute auch mal raus. Dann darf ich für eine Stunde aus dem Altersheim raus. Du bist aber schon aus dem Altersheim raus. Du hältst deinen Schnauze, du jungen Spund. Wo ist denn der erste gerade? Ich bin gleich in der Tiere. Ja, guck mal, wo ihr seid, guck mal, wo ich bin. Oh Mann. Ja, dieser Weg ist so präzise eingezeichnet, ja. Das ist heftig. Ja. Muss von einem richtig bosshaften Boy gewesen sein. Richtig OP. Dankeschön. Das ist. Ich hab's auch gesehen. Das ist richtig OP. Leg mich am Arsch. Der erste zählt mal bitte, wie lang der letzte ist. Also wie weit weg der erste ist, Alter, ne? Hä? Einfach mal zählen, wenn der erste im Ziel ist, bis der letzte kommt. Ja. Weil ich bin 1000 Kilometer hinter euch. XCV, yeah, nice Dingen. Was weiter? Alter, die huggelige Strecke ist jetzt so zum Kotzen, Alter. Ja, das ist echt anstrengend, ey. Ey, da ist der Sportlimo, guten Tag. Oh, guck mal, der rettungstechnische Dienst. Boah. Wir haben gerade den rettungstechnischen Dienst über. Hallo, Medic. Da war ein Hubschrauber. Ah, alles klar. Sind du uns noch was? Schwapp, mach der Hubschrauber. Ist der letzte? Der Hubschrauber macht schwapp. Ach du Scheiße! Schnapp macht der Hubschrauber, schnapp. Oh, ich bin falsch gefahren, willst du mich eigentlich verarschen? Medic, soll ich dich mitnehmen? Oder willst du mit Auto fahren? Ich komm im Auto, es passt. Wie das passt? Was passt dir? Was passt dir schon wieder nicht? Findest du das lustig? Was ist hinter mir? Ich werde diese Jungspunde hier auf meinem Rasen. Der erste, wie weit ist der erste? Welche gleich beim Flughafen. Ich habe noch 5,5 Kilometer habe ich noch. Immer nur am Rasen. Wisst ihr, was sie früher fahren konnten? 20 Kilometer pro Stunde. Das war das Höchstmaß. Und wisst ihr, was er in der Stadt fahren durfte? Gar nicht. Das war. Der labert ja genauso viel Scheiße wie ich. Ich hab gedacht, das war Matze. Genau. Damals, ist eigentlich schon jemand angekommen? Damals bin gerade auf dem Flughafen gelandet. Speck. Ja, jetzt schon übersehen. Und taktischen Speck. Nein, Moment, andersrum. Jetzt gibt es taktischen Speck.
Und ich finde in diesem Staat kein Gericht. Oh fuck, Alter. Alter, meine Stimme. Unfall. Wo? Gravier. Was hast du für einen Unfall? Ich bin tot. Ui. Meine Chance. Vorderreifen sind weg. Muss man mit dem Auto ankommen? Ja. Helmut, du fährst falsch. Fuck, Alter. Links. SUV macht hinten blank. Mhm. Oh, Helmut, du kürzt ab. Das ist Jungs, ich bin das für, Alter. Ich bin da falsch gefahren. Hey. Ich bin wieder rein. Ich bin Habe da. Ich gesehen. Eins. Wo war das Ziel? Achso, ich sehe das gerade auch. Helmut, brauchst du nicht. Da zählt's ja bis 100. Einer ist tot und ich stehe in Gravier, ne? Kaputt. Kaputt. Mach mal eine Meldung. Auto kaputt. Die Meldung ist Auto kaputt. Tote. Und das liegt am Benutzer bestimmt nicht an mir. Sind wir schon da? Nee, wir sind ja, ich nicht. Bin schon da. Mir fällt gerade auf, ich habe die Strecke gar nicht. Kann ich noch mal jemand einzeichnen? Komm einfach nach Gravier und helfe mir. Ich weiß nicht, ja, wo das ist, deswegen frage ich grad. Beim Drogendealer. Gravier unter Argios. Ui. Unter. Ja, Artira. Ich habe aber auch. Ich bring dir die Repackety. Der Autocracker dabei oder so. Suicide, was machst du? Sag bitte. Wieso? Ja. Ach, du bist mit dem Heli, ne? Ja, ich bin hier rettungstechnischer Dienstassistentenmann von. Oh, Helmut wird Zweiter, Peter wird Dritter. Oh. Weiß ich gerade auch nicht, wer neben mir sitzt. Hast du Autocracker dabei? Der Helmut sitzt neben mir. Okay, Helmut, du bist ungefähr 1,40 hinter mir. Oh, guck mal, Helmut, da unten. 45. Da steht ein Mannequin. Den kannst du auch gleich übernehmen. Ja, du bist da. zwei Minuten Unterschied hatten wir. Hä? Wie ist der Zweite an mir vorbeigefahren? Heiße. Der ist falsch gefahren. Was? Ja. Bin die Route lang nicht lang gefahren. Nein. Guten Tag, rettungstechnischer Dienst. Scheiße, ich kann keinen Repair gekauft. Ich, nee, ich bin links nach vorbeigefahren, dann bin ich wieder in die Strecke raufgefahren. Du wärst genau an mir vorbeigekommen, weil ich hey, genau auf der Kreuzung stehe. Okay, Mann, komm. Ich bin falsch gefahren, ich bin links reingefahren, dann bin ich wieder reingefahren. Ich bin Gravia, ich kann dir leider nicht helfen, ich kann nicht kaufen. Ungefähr beim Drogen wieder da. Bitte schön, Senorita, schöne Weiterfahrt. Dann war das aber die falsche Strecke. Ja, so ist es weiter geworden, aber egal. Los geht's, Helmut. Ja, dann ist er. Oder? Dann ist Helmut jetzt trinken, bitte noch. Raus, ne? Ach, Spaß. Ach, ja, Alter. Helmut Müller, genau, der sitzt Kaiser. Neben mir. Hey Peter. Was? Mein Name ist Detlef. Warte mal. Detlef, die Soße. Hi. Brauchst du noch was? Ja, ja, ist gut. Essen, trinken, bitte. Hey, wo ist denn der Vierte? Wir waren doch sogar fünf. Ja. Wo gucken wir denn für alle? Die Schropter, ja, wir sind tot. Die ganze Welt falsch. Wer ist denn, wie viele sind jetzt schon im Ziel? Also hier unten ist noch einer. Zwei von. Ich hab noch 3,7 Kilometer. Ich und Helmut. Okay. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Das heißt nee, Helmut und ich. Oh. Artikulier dich mal richtig, du Grammatikfehler. Alter, Alter, wieso ist mein scheiß GPS? Ja, ich mache nicht mehr mit, mein GPS ist weg. Ich fahre jetzt auch zur Hauptstraße und. Weil ich schon wieder kein GPS habe. Ja, irgendjemand, den ich mein GPS gegeben hatte, der darf das behalten. Dankeschön. Bitteschön. Kostet 100 Euro das Ding, Alter. Ich glaube nicht, ob ich mir das nochmal leisten kann. Aber du kannst es behalten. Ich hab. $91 dabei, wenn du welche brauchst, wenn du Geld brauchst, ne? Nee, ich hab noch 4,8. Ich hab nicht mal Night Vision dabei. Bei 5 Millionen, also. Ich hab auch keine Night Vision, aber ich hab Ries. Hi. Oh, scheiße. Wer ist hi? Moin, Leute. Ja, wie gesagt, ich hab Ries. Hi. Oh, das finde ich ja. Sick de lal. Noch zurückfahren. Dürfen wir immer noch Raum, Alter, wenn wir im Ziel sind. Ich bin für immer noch nicht da, ne? That left die Soße. Ja, ich bin eh ausgeschieden. Ausgeschieden? Wer ist geschieden? Ich bin eh ausgeschieden. Mach mal Licht an. Was hast du ausgeschieden? Alter, oh! Oh, guck mal, wir stürzen ab. Schade, doch nicht. Sag mal, Medic. Ich. Fliegen kannst du auch, ne? Ich kann fliegen. Ich hab das gesehen, ganz knapp. Bin unten. Ausgeschieden. Nö. Weißt du, was ich abgekürzt hab, Alter? Moment, wo ist denn hier bei euch, Oh! Bei Medics, Ding. Ja, ich bin Dritter, ja, ja. Ich bin Dritter. Nee, beim Medic, ich Ding, beim Flughafen. Ach, ja doch, beim Krankenhaus. Er rennt einfach noch ich bin tot. Ja, lol. Disqualifiziert. Also sind wir jetzt alle fertig. Ja. Ich bin noch nicht am Ziel. Schade. Wo bist du denn?
Im Hubschrauber. Nur in Hauptstraße. Aber mit SUVs. Ja, komm, der Hubschrauber hat wieder komplett abgekürzt. Ja, der voll der Hexer. Da wird wieder nichts gesagt. Durch der dritte und zweite Platz kriegen die was. Der Herr Müller, ich ne, das ja. Ja. Kriegt der dritte und zweite Platz was? Ja, nee, diesmal nicht. Abgekürzt. Der Helmut Müller. Er hat abgekürzt. Ich hab's genau gesehen. Nein, Helmut Müller hat abgekürzt. Ach du Scheiße! Matze, sagst ja. du schon. Hätte ich beim Fahren machen müssen. Matze, was kriegt das der dritte Platz? Das erinnert mich an meine E-Schiene. Also, wir haben ja jetzt diesmal nur geredet vom ersten Platz, ne? Und du hast eben noch gesagt, erster Platz 4 Millionen, was? Zweiter Platz 5 Millionen. Und dritter Platz 6 Millionen. Ja, 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 ja. Der hat uns technische Dienst. Hä? Doch, dann nehmen wir auch für Stromleitung, vielleicht geht es. Und sie auch für Rettungen und für technische Sachen. Lande mal, ich bin hier rettungstechnischer Dienst, ich muss üben für mein Praktikum morgen. Oder später oder wie auch immer. War erster. War dritter. Beleuchte ihn mal. Guck mal, ich kann Licht anmachen, du nicht. Mit diese Grießbrei-Apfelgeschmack-Hater, ohne Scheiße. Ich mag keinen Apfelgeschmack, kein Grießbrei. Ach, es hat gerade den Zinn verbrannt geschmeckt. Es hat den Zinn verbrannt geschmeckt, weil ich so gehalten habe. Wer möchte singen, bitte ab ins Spotlight. Der labert ja wirklich genauso viel Scheiße wie ich. Der labert noch mehr Scheiße als du. Sag ich dir. Noch mehr und wird nicht mehr so wenig. Der Hubschrauber hovert der mal bitte normal. Ich will mal gerade einen Screenshot machen. Uff. Jo, das sollte eigentlich. Ich mach lieber noch einen. Jo. So. Ich stürz ab! Ja, lol. Abgestürzt. Ich muss erstmal kurz zum Einsatz. Tschüss. Nee, oder? Nee, doch nicht, tschüss. Du hast kein Blaulicht an, du hast keine Sirene an. Du musst 80 Meter hochfliegen, das weißt du. Ja. Wir hätten es echt zu machen, müssen nochmal zurückfahren, ey. Ja, da kommen die ersten einfach den letzten entgegen und crashen voll zusammen. Da ist auf den roten angeblich nicht vergessen. Ja, Twix, kannst du mal den Auftrag mal annehmen? Ich mach den schnell. Scheiß Assi Peter, ohne Dreck, ey. Was soll das? Die Reifen waren komplett neu. Die hab ich gestern erst geklaut. Ich bin gestorben. Nahkampfkern. Warte mal, ich hab alles in meinem Haus, ich bin voll Idiot, ey. Sollen wir die Limos explodieren lassen? Nein! Ja. Ja, komm mal. Was jetzt euer Ernst? Bau mit 100 Kameras rein, Alter. Ich scheiß dir ins Fahrerhaus. Von deinem LKW. Also der erste Platz kriegt auf jeden Fall von mir 4 Millionen. Nice. Was? Du scheißt ihm ins Fahrerhaus? Echt? Von seinem LKW, ja. Wer war der erste Platz? Ich. Wer ist? Sonny. Ja, nee, du kriegst es nicht. Warte mal, Sonny Black? Ich war zweiter, ja. Komm ich jetzt hier. Der Millionen. Typ, der uns vorhin gereift hat, den wir so lustig fanden. Was? Der was gemacht hat? Egal, schön dich wieder zu sehen. Bekommt zweiter, dritter auch noch was, oder? Ja. Ja, diesmal kann ich nicht so viel machen wie gestern. Ich habe gestern fast 16 Millionen rausgehauen. Hab ich was verpasst? Ich weiß. Der dritte kann ja 1 Million und der zweite 2 Millionen. Ja, was war denn? Was war denn mit mir? Ich bin der zweite. Der erste 3. Gut, ich bin der dritte gewesen. War der dritte, du. Oh mein Gott. Lol. Ich hab diesmal nur 7 Millionen. Ich war dritter Platz. Ja geil, jetzt bin ich tot. Nee, ich war dritter. Hallo, ich lieg unterm Auto. Ich hab Vollpfosten, hat das gerade umgedreht. Was? Kannst du mal aufhören, jetzt auf die Reifen zu schieben? Die hab ich gerade frisch repariert. Sind wir gerade? Fängst du gleich noch eine Kugel? Ja. Ich mach Licht. Hab ich mal eine Waffe dabei? Oh, es repariert den Scheiß. Hab ich mal eine Waffe dabei? Ich warte nur, bis alles Boom macht. Er schubst es auch einfach. Ich mach weg. Ja. Nach bleiben. Da gehst du hin. Hey, TV, jetzt sitzt du mir. Ja, geh hin. Hallo. Ja. Was? Ich soll hingehen? Ja, du sollst hingehen. Ja, und was dann? Wegen reparieren. Ich hab, glaube ich, keine Repair jetzt mehr. Warte, das. Ach, du hast keine mehr. Ne. Was? Ja, da geh ich hin. Gib mir mal ein paar. Na ja, warte, ich geh schnell hin. Weil ich hab nämlich unendlich. F und B da oder Ole. Ich hab schon wieder Damage bekommen. Ich geh dann mal, ne? Ciao. Jo. Tschüss.
Nein, ich geh nicht auf. Guten Tag. Fahr hier weg. Die haben ja einen sehr schönen Hubschrauber. Ja, kannst du mal gleich sagen, dass du Praktikant bist. Warte, kriegt ihr jetzt auch der dritte Platz? Was dann würde ich das haben sie eigentlich gemacht mit den Motoren? Der dritte war ich. Moment mal, warte mal, Helmut Kohl. Ich war zweiter. Ach so. Ich war hier, du kleiner Bettnässer! Hatte ich auch schon mal. Herr Peter war nicht letzter, ich war dritter. Nein, ich war dritter. Peter war letzter. Ich stand die ganze Zeit mit meiner Pokémon. Was ist denn los, du kleiner Bettnässer? Kommst du mal in den Funk rein? Ja, später, ja. Was ist denn mit dir jetzt so los? Was ist denn mit dir los? Hast du keinen Bock mehr oder was? Ja. Was hat wer? Ich noch mit ein paar Kollegen in Discord drin. Ich komm noch ein bisschen ins Geld. Hör doch mal auf, machst du? Ich kann meine Waffe hier nicht rausholen. Ich hab gesagt, ich bin gerade noch bei ein paar Kollegen in Discord. Du reparierst jetzt die scheiß Sportlimo. Ich komm doch noch ins Geld. Ich bin nichts in der Disco. In der Disco. Ich repariere meine Sportlimo. Ganz meine. Da. Nein. Der ist sogar rot geschossen. So in dein Haus scheißen. Alles klar, hau rein, bis später. Bis später. Du wirst sehen. Ich würde morgen nicht den Briefkasten aufmachen, könnte eventuell stinken. Gib mir mal deine Adresse, ich bestell jetzt den Waschmaschinen fürs Haus. Ich bestell dir ein Stück Code. Ich war zum Helikoptergarage. Hat jemand ein Repair-Kit für mich? Also ein ADHS-Kit mit Aufmerksamkeit. Junge, was ist eigentlich dein Problem? Ohne Scheiß, ey. Also warte. Hör auf, aufsteigen. Ja. Wow. Oh. Oh, schade. Leute. Jetzt repair's doch, Alter. Hab keinen Repair-Kit mehr. Bist so ein Bauernsohn, ne? Ohne Scheiß, ey. Ich hab mich jetzt geholt, guck mal, ey. Das war ich nicht. Ey, diese Gang gehört einfach nur niedergeschossen. Welche? Von im Miliz, von den eigenen Leuten am besten. Ja, warum die? Warum? Weiß nicht, man hat Helmut. Man hat halt Helmut. Ganz zu vergessen ist Helmut. Und dann gibt es ja auch noch Helmut. Ja, Helmut ist auch noch dabei. Lass mich raten, und Helmut ist irgendwie auch blöd. Ganz ehrlich, das Schlimmste ist echt Helmut. Alles klar. Alles klar. Ich hab einen vergessen, Helmut. Boah, das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Was denn? Na, Helmut. Ey, ihr hättet das sehen müssen. Helmut schubst seine Sportnummer gegen meine, sie prallt zurück und nimmt ihn voll mit. Ja, warte, lass mal bei 3. 1, 2, 3. Oh fuck. Ne, du drehst sie um und ich schub sie, ja. Was macht er, Sie? Da? 3, 2, 1. Alter, Mann! Ach, die haben mal so ein kleines Sportlimo-Rennen gemacht. Ah, okay. What the fuck hast du für Desings, Alter? Matze! Schlimm! Matze! Schlimm! Matze! Yo, ich bin schon auf dem Weg, Twix. Okay. Jetzt Geld, das siehst du oben links. Ich wusste nicht, ob ich es nochmal checken muss, deswegen. Du hast doch gesehen, dass du angenommen hast. Kann der Typ mich mal zur Garage fahren? Ey, du! Ey! Raus, Alter. Raus da. Dein Ernst? Ich hoffe einfach, dass ihr beide verreckt, Alter, und so elendig. Ja, fick dich, Alter. Ich bring den Sport. Sony, du weißt schon, wem du die gerade die Sportlimo abgezogen hast. Nee, ich hab keine Ahnung. Nee, mach keinen Sinn mehr. Oh, was ist mir gebracht? Ich hab Helmut jetzt einfach da hinten stehen lassen. Boah, wow, assi, Alter. Helmut, da sitzt jemand. Soll ich den mal rausholen? Helmut. Ja? Ein. Oh, ist alles klar, Alter, toxic, wie er jetzt zappelt. War der hier angeschnallt? Ich seh ihn raus, du hast gesagt. Oh, ey, das hab ich gesehen, ja. Hast du noch Repair-Kits für mich? Ich war knapp, aber nicht. Nee, ich hab doch nur eins. Komm, hast du Garage, oder? Die Den Koffer kann er ja gleich selbst aufheben. Naja. Bitte weggehen, ich drift da wieder. Ich weiß nicht, ob ich dich mitnehme. Vielen Dank.
Mit wem kriege ich jetzt eigentlich die ganze Zeit mit? Müssen, ne? Ihr hättet den Drift sehen müssen, den ich bei der 90 Grad Kurve gemacht habe. Peter. Der war absolut legendär, ja. Hat irgendwer jetzt eine S-Hilfekasse für mich, auf 5 HP. Habt ihr mein Auto gesehen? Nee. Mit dem passiert? Keine Ahnung. Was ist mit wem? Mein Auto ist weg. Marc. Oh. Na warte, steig mal ein. Was ist das? Willst du rein? Komm rein. Mal rein. Auf. Ja, ich komm nicht rein. Komm, ist offen, steig ein. Ja, es ist weg. Ich stand gerade noch hier die ganze Zeit, hat geblinkt. Kannst du mich nicht aus dem Heli ziehen? Geht nicht. Ich meine Sportlimo. Ey. Einsteigen lasse ich euch, aber wenn mich einer rostet, ich sperre euch hier drin ein. Machst du? Nee, bei Toxic darf ich das nicht machen. Ja. Dann nimm mal auf diesen Hubschrauber da. Wäre voll lustig. Darfst du den Rotor schießen? Jascha, was machst du? Hä? Was machst du? Krieg ich schon Pflaster. Ich spiel gerade neue Sachen ein. Ach so. Ah ja, Jascha, weil du gerade da bist, ne? Könntest du die Anzeige, die Meta-Anzahl, wenn man im Dev-Screen ist, etwas verkürzen? Weil ich hatte davor zum Beispiel 98,4673 Meter. Halt den Platz, fahren. So, wo ist der jetzt wegen dem ersten Platz? Ich bin hier dann beim ATM. Bitte zum ATM. Also, ich bin der Zweite. Ja, ich bin da. Wo ist der ATM? Du bist da hinten. Ja. Nochmal zum ATM, ich bin der Erste. Ja, wie gesagt, diesmal kann ich leider Gottes nur die 4 Millionen. Du kannst die 4 Millionen auch aufteilen in 3. Oh ja. Kriegt der Erste 2? Der hat ja vorher gesagt, der Erste kriegt 3, 4. Genau, das ist es ja. Du Arschloch, willst du echt nicht teilen, ne? Du blöder Pischer. Nice, dankeschön. Pech da, ich will landen. Ja, warte mal. Pech! Stell dich, Digga! Wer hatte jetzt den zweiten Platz? Ich nicht. Wer ist ich? Sony hatte das. Sony, du hattest gerade eben den ersten. Ich hab den ersten. Helmut hatte den zweiten. Romspar! Ich hab da den dritten. Helmut kennt der zweite. So, pass auf. Helmut hatte den zweiten. Ja. No whisper target found. Und den ersten hatte Mark. Ja, ist zu, ne? Ich bin ist blöd. Kommst nicht rein, du. Na, meine ich ja auch. So. Aber diesmal war's das jetzt mit dem Geld. Finde ich schön. Sollen wir noch ein Rennen machen? Der Gewinner bekommt 100.000 von mir. Nein. Lohnt nicht. Das ist viel zu einfach gegen euch. oder einfach aus Fun ein Rennen machen. Sony, steig ein, ich bring dich jetzt zur R-Garage. Oder jeder, der zur R-Garage muss, einmal in die Limo. Halt wieder im Hubschrauber ein. 3, 2, 1, ich fahr ab. Deutsche irgendwie aussehen. Der ist ja wie. Züge. Das ist wie bei uns mit den Fähren, Alter, so. Ich komme aus Kiel, ne? So, Schleswig-Holstein, ne? Und da siehst du richtig viele Leute, die halt dringend zur Fähre müssen. Ganz kurz, ich bin mal gespannt, ob du das wiedererkennst. Sag mal kurz ein Wort in einem bestimmten, in der bestimmten Sequenz und du sagst mir immer, ob du es kennst. Hilfen. Ich bin der Herr Fernwald. Kennst du das noch? Hat sich angehört, als ob man einen Hund quälen würde. Nee. Sagt dir nichts, Matze? Nee. Oh, Mann, jetzt gibt's hier gleich Beef. Dass du das nicht Ärger. Kennst, Alter. Oh, ja, ist kaputt. Eingepackt, aussteigen. Der den schönen Parkstil gesehen und weg ist es. Oh, weg ist das Ding. Ey, verpiss dich, Peter, ja? Fliegen wir jetzt doch ein paar Einsätze? Wenn wir einen reinkriegen, fliegen wir auch Einsätze, richtig.
Kannst du mich denn morgen für ein Praktikum eintragen? Ja. Das finde ich gut. Da musst du aber an mich $1000 zahlen. Ja, von mir aus. Mag ich ganz stark zu bezweifeln. Bei wem macht er das Praktikum? Bescheid, ich bin die nächsten paar Tage nicht da. Was heißt bei dir die nächsten paar Tage? Bis dich. Ich habe jetzt Musterung bis Dienstag. Dienstagabend oder Mittwochmittag komme ich wieder. Jetzt gibt's Stress. Ey, die Musterung, die geht doch nur ein paar Stunden. Nein, die geht 2,5 Tage, mein Schatzi-Bubu. Ernsthaft? Ja. Alter, was ja, haben die mittlerweile geändert? Was denn? Bundeswehr? Ja. Bundeswehr war ich auch. Haben mich abgelehnt. Ich bin denen zu gut gefeiert, wärst du abgestürzt. Ja, genau. Peter, einer von uns beiden wird abstürzen. Nee. Einer von uns rein. Ich stürz nicht ab. Ach, machst du jetzt auch mit? Ach, ja. Mann, nichts zu tun hier. Nichts zu tun. Oh mein Gott. Ja, schon. Mann, ich will doch nicht mehr. Ja. Wie viele sind eigentlich heute rausgeflogen vom Server? Gebannt, insgesamt Zahl 7 Leute. Boah. Heute. Ja. So ein Taktyp wurde heute gebannt. Er von Hand, glaube ich. Was war ich mit dem darum einen? Darum ging's eigentlich gar nicht. Es ging jetzt erstmal darum, eigentlich wegen den Trawler, die heute da waren. Das wollte ich jetzt gerade nur wissen. Ja, die sind perma schon weg. Okay. Nee, ich meine ja jetzt gerade eben die anderen, weil es mich wegen Takt nicht interessiert. Versuchen wir uns jetzt hier gegenseitig abzustürzen? Ja, red weiter, ja schon. Ich bin raus auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Okay. Ich bin raus. Vor allem, wie kommt's, dass die Urblitze hier auftauchen und trollen übelst rum? Wie bitte? Vor allem, ich verstehe nicht, die kommen hier drauf und trollen einfach nur übelst rum. Ja, es gibt eben solche Leute. Super, Sonny. Hä, das war aus Versehen. Du musst bald mal tanken. Super, Sonny. Gute Nacht, ich schau, dass ich komme. Ich würde dich dann abschreiben, wenn ich hier bin. Super gemacht, Sonny. Wenn ich ja in die reinkomme. Genau. Gute Nacht. Jo, Nachti. So. Nacht. Sonny, dich lasse ich nicht mehr fliegen. Hä, hey, du hast mich nicht mal fliegen lassen. Selbst geflogen. In dich rein. Ja. Ich hab dich so gerne, letztlich ich möchte immer bei dir fliegen. Ich bin Rotor kaputt. Was? Du willst meinen Motor kaputt schießen? Rotor. Warum? Weil du nicht fliegen kannst. Ich wollte links abbiegen und du ziehst mir voll in die Spur ein. Ich hab nach rechts gebogen. Ja, lol. Ja, lol. Ja, und Helmut sah halt nur einen riesen fetten Feuerball. Ja. Doch, geil. Ich dachte, ihr habt so Flair. Also, ich hab, mein Hummingbird versichert. Ich hab meinen nicht versichert. Also, glaube ich zumindest. F-30, gute Schuss. Okay. Das ist so bei Hokuto. Wieso versichert man Hummingbird? Das ist nur ein Hummingbird. Weil die Leute, die nicht fliegen können. Ja. So wie Sonny. Peter. Nein, das ist nicht versichert. Ihr könnt liegen bleiben, weil ich bin schon auf dem Weg, ne? Naja. Fliegen wir jetzt eigentlich in Einsatz? Ja. Ja, ja, Fernklasse. Warum sind 2 Polizisten bei Team Pyrgos im Medic Channel? Können sie doch machen. Solange wie ich nichts sage. User left your channel. Das heißt, Medics dürfen auch in Talkraum 1 sein. Bis du was sagst. Talkraum 1. Das ist ja so, dass man, wenn man im Dienst ist, muss man ja im entsprechenden Channel sein. Richtig. Ja, das ist jetzt noch. Das wird, sei am besten morgen 18 Uhr mit da. Ich? Ja. Morgen 18 Uhr, okay. Morgen 18 Uhr, da wird es weiter erklärt. Hey, Matze! Guck mal! Ich bin mir nicht sicher. Schmier den Priestbrei auf den Marsch, vielleicht fliegt er dann wieder. Kann ich den eigentlich jetzt mit meinem Hui nehmen? Wusstet ihr schon, dass wir jetzt dann wahrscheinlich auf 100% heilen können? War zu schnell. Was überlebst du schon wieder? Kann den nicht wieder. Kann ich nicht, hast du. Ich hab wie viel Prozent hast du? Matze. Gib mal 90. An sein Fernglas. Wie viel? Gib mal 90. Krass, Alter. Soll ich mal sein Fernglas nehmen? Mein Fernglas. Wenn es da nicht mal mehr ist, dann kriegst du eine Kugel geschenkt. Was willst du eigentlich auf 100% wiederbeleben? Oh.
Nein, ich hab gesagt, ich bin wieder runtergefallen. Ihr wusstet, dass wir jetzt dann auf 100% heilen können. Hä, Matze? Warum sterben jetzt alle? Wieso bist du gestorben? Weil mich, weil mich Peter Ziegler umgebracht hat. Aber was hab ich denn gemacht? Einfach umgebracht. Ja, Peter, bin du bist jetzt gebannt, ich bin aufgewacht und runtergefallen. Aus dem Himmel. Nicht looten, Ole. Vielleicht bist du auf Matze gefallen. Hab ich nicht. Matze! Ole, nicht looten. Matze! Ich bin verreckt, was denn? Soll ich dich mit deinem Helikopter abholen? Ich bin verreckt. Tot, tot. Ja, ich weiß. Save mal hier die Sachen, bevor sie weg sind, ne? Ja, safe, bist du noch am Leben, Twix? Ja, tot. Ach, ist nicht dein Ernst. Ja, ja, ja. Soll ich nochmal anfordern? Ist auch nice, ne? Wie sinnvoll ist das jetzt gerade? Er klaut den Hubschrauber. Ich bin das. Er klaut den Hubschrauber. Ich klau den Hubschrauber nicht. Ich will den zu denen hinbringen, aber die sagen mir nicht, wo sie sind. Die sind tot. Nimm die scheiß Waffe runter. Sonst mach ich kaputt. Sonst mach ich sie kaputt. Ich leuchte dich an. Ein Medic? Ich leuchte dich an, ich sag dir das. Leute, beide Medics sind jetzt durch Peter Ziegler verreckt. Wieso denn für mich? Weil bei mir da stand, dass du mich gekillt hast. Bei mir stand, du hast Suizid begangen. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Suizidgras. Bei mir stand, dass durch Peter Ziegler. Leuchte dich an. Was hab ich denn gemacht? Hast du Suizid begangen und die anderen haben ins Gras gebissen. Er war schlecht Veganer oder so. Das kann aber bei mir doch gar nicht sein. Ich hab doch alles noch voll gehabt. Ui, eine Straßensperre. Kann ich die aufnehmen? Eigentlich? So, Sony, woher hast du das? Sony, woher hast du das mit den 100%? Nee, weil ich nämlich einen Verbesserungsvorschlag geschrieben habe, dass wir Medics doch auf 100% heilen sollen, weil Verbandskästen ja auch bis 75 und dann hat Yasa drunter geschrieben. Das Skript liegt noch irgendwo im Papierkorb, müsste es mal rauskommen und bearbeiten, kommt aber rein. Das ist doch aber auch Blödsinn, weil ich mit ja. Das ist totaler Blödsinn eigentlich. Aus dem einfachen Grund, dass mit den 15% ist nicht ohne Grund. Weil im Endeffekt die 15%, die Ziffs sollen auch dazu gezwungen werden, durchs RP mal, oder dass eine RP generell mit gemacht wird, mit dem Medic. Weil wenn du die Medics einfach wiederbelebst, geht alles klar, mir geht's wieder gut, alles klar, ciao. User joined your channel. Ja, schon. Hält Easy wieder seine Predigt? Nee, das hat mit schon wieder Predigt nichts zu tun. Wofür, Jascha, jetzt mal ohne Scheiße, finde ich jetzt nicht witzig. Wofür haben wir den Scheiß mit den 15% gemacht? Meinst du 15%? Wenn du wiederbelebst. Nee, das ist ja auch generell fürs Heilen gemeint. Dass man dem Essen und Trinken gibt. Richtig. Wieso beleben wir dann im Endeffekt dann wieder und dann haben die hier 100%? Hä? Nein, das mit den 100%. Haben die nicht. Das mit den 100% von mir war so gemeint, wenn zum Beispiel jemand 60% Leben nur noch hat und dann geheilt werden möchte vom Medic, dass der halt dann auf 100% geht. Ach, da war jetzt gerade das Thema zwischen Dingen, Sony. Ja, wegen meinem Vorschlag. Also mit dem Essen und Trinken, oder? Ja, ich hab ja einen Heilungsvorschlag, also bei uns bei Verbesserungsvorschläge. Aber ich meinte das halt so, dass. Nach dem Reset ist das Ding jetzt so oder so drin. Ich habe in meinem Papa gerade so ein scheiß Skript gefunden mit dem Medikit. Ja. Dass man andere Leute so auf 100 heilen kann. Ja, so war es ja auch gemeint. Wenn man wiederbelebt wird, meinte ich ja gar nicht, dass das auf 100% sein soll. Mhm. Nur so, wenn man halt geheilt wird vom Medic. Aber das Fressen und sowas Geld bleibt aber trotzdem bei 15%. Also eine Leiche von euch ist jetzt. Aber das Fressen und das Trinken bleibt auf 15%. Ja. War ja auch vom Leben her gemeint. Ich find's geil, wenn man. Weil ich hab nämlich heute oder gestern, da fing nämlich irgendwann an, das ist scheiße und das soll alles auf 100%. Da hab ich auch zu denen gesagt, sag mal, bist du nicht mehr sauber? Bist du zu faul, RP zu führen? Ich hab keinen Bock auf RP. Da hab ich gesagt, gut. So ein Satz mache ich das jetzt sogar, dass das HP auf 1% ist. Ey, da kam wirklich heute ein Ziff an, was das für ein Scheiß ist. Ich so, sag mal, bist du zu faul, irgendwie RP zu führen oder was? Da hat er gesagt, nee, ich hab keinen Bock da drauf, belebt mich doch einfach nur wieder. Ich so, hä? Klar.
Rettungswagen kommt zum Launcher. Dann sagst du, verpiss dich von der Insel, wenn es dir nicht passt. Hab ich zu dem gesagt, deswegen hab ich heute auch zu dem gesagt, wo der einen anfing, der Kavallermarktplatz sieht ja echt assihaft aus. Da hab ich gesagt, da warst du doch auch neben mir, wo ich gesagt habe, pass auf, wenn es dir nicht passt, dann verpiss dich einfach von der Insel, fertig. Hat der was von dem Kavallermarkt gesagt? Na klar, das waren doch die Troller heute. Was hat der gesagt? Der hat gesagt, der Kavallermarktplatz sieht übelst assihaft aus. Nee, das wäre eine Arbeitslosen. Irgendwas mit Arbeitslosen. Arbeit sieht irgendwie aus wie ein Arbeitslosen oder Arbeitsloser, der das gemacht hat. Da standst du ja noch neben mir. Da hast du noch zu mir noch gesagt, ja, pass auf, wenn die jetzt nichts gemacht haben, dann lass sie gehen. Ich hab da nicht zugehört. Ich hör solchen Leuten nicht zu. Matze, dein Heli steht beim Krankenhaus. Ich bin immer noch tot. Ja, wenn du wiederlebst. Meine Fresse. Denk doch nach. Weil der Herr Peter Ziegler... Stande zumindest bei mir so da. Weil der Herr Peter Ziegler mich umgebracht hat. Aber wie soll ich dich umgebracht haben? Weg. Weil du mich wahrscheinlich angeguckt hast. Ja. Easy. Ja? Das war so sehr, wenn er sagt, so, als ob der Markt von einem Arbeitslosen gemacht wurde. Da hatte der Arbeitslose so viel Zeit, dass er was Schönes machen konnte. Man kann es eigentlich so sehen. Und der Arbeitslose hat wahrscheinlich so viel studiert, dass er das alles hinkriegt. Junge, Architektur, mein Freund. Game-Architektur. Wer weiß, was rauskommen würde, wenn ich meine Schwester dran lassen würde. Hallo. Alles in pink. Ja? Nein, Mann. Die will ja Dingens Innenarchitektur studieren. Wer weiß, was da rauskommen würde. Wie sollen die FPS nur droppen? Gebäudestatik macht meine Cousine. Echt? Ja. Die will mal Brückenstatik machen, aber momentan macht sie Gebäudestatik. Hat sie Bock, vielleicht im Editor von Arma 3 ein bisschen rumzubauen? Wieso? Dann kann ich dir die Mission geben. Lol. Was ist eigentlich mit Fabian zurzeit? Weil der ist kaum da. Ja, der muss Dingens, der ist oft immer mit seinen Freunden draußen zurzeit. Ach so. Soweit ich weiß, ist er eigentlich auch Dingens mit seinen Eltern irgendwo hin gefahren. Das hat er irgendwie in der Gruppe geschrieben, gerade in der Admin-Gruppe. Ach so. Der Livestream von Julian White hat momentan einen Zuschauer. Der spielt, glaube ich, gerade auf der Hill, ne? Ich sag mal so, das bin ich. Glaub schon. Wisst nicht. Lass mal sein, ich habe auch nur 3 Zuschauer. Aber dieses, wie gesagt, diese Auftrageliste, die klappt, die funktioniert normal, oder? Ja, funktioniert einwandfrei. Wurde das schon gesagt, dass die Sachen, wenn man sie erledigt hat, schon von der Karte verschwinden? Hä? Ja. Jetzt ja, wenn du es erledigt hast, verschwindet es jetzt automatisch. Ah, okay. Matze, du müsstest jetzt 4 Zuschauer haben. Ah, hab ich schon so gemacht. Ja. Nee, hatten wir einen kleinen Bug vor dem, sag ich jetzt mal, Update, dass ab und zu mal was da geblieben ist. Ja, hab ich schon gefixt. Genau, das ist aber ja alles gefixt. Ich hab gehört, im neuen Update soll man eine Mülltonne wühlen können. Nee. Wieso? Willst du wo Penner werden oder was? Natürlich. Hä? Das wäre doch voll das gute Roleplay, so arbeitsloser Medic, weil nie jemand stirbt, muss einfach dann Mülltonnen durchsuchen. Jascha, tust du mir bitte einen Gefallen, nur für Sony, bau bitte ein Prostituierte. Also ich soll eine Prostituierte modden? Ja, nein, damit er die Hure spielen kann, dass der ganze Server den vergewaltigen kann. Für seine Ideen. Das wäre halt echt so in einer Stunde so eine Million oder so, würde ich schon machen. Ja, ne, genau. Dingens, wie heißt es? Man kann ja sowieso als Ziff, wenn man will, tauchen gehen, da hat man einen Bagger, dann kann man Sachen dort rausgraben. Das Problem ist aber nur, es macht fast keiner, weil das nicht so attraktiv ist. Warum macht das für Autoquick? Wenn man Gold farmen will, ne? Für zum Beispiel Waffen oder so. Finde ich eigentlich in Ordnung, ja. Das lohnt aber nicht, weil du nicht genug Goldbarren bekommst in der Zeit von 4 Stunden, um dir eine Waffe zu craften. Dann machst du die nächsten 4 Stunden. Kann man nicht lagern, das ist das Problem. Gold. Ach so. Kannst du nur in Autos packen. Ach so. Dann ist das wieder weg. Easy ist Problem. Hab ich gut gemacht, ne, Easy? Ja, dachte ich mir auch gerade. Ey, hast du echt gut gemacht. Die OP-Waffen sind schön rare geworden, ne? Ja. Was ich jetzt auch gar nicht mehr so schlecht finde, ich habe es heute schon teilweise mitgekriegt, die handeln jetzt endlich mal mit unter sich selber. Das heißt, wenn der eine das hat, dann gibt der andere dem mal Geld. Hast du mal, weißt du? Wie es Horst teilweise schon gemacht hat. Es wurde ja mal gestern das Thema angesprochen zum Auktionshaus, ne? Kann man das da auch so machen, dass man da auch Fahrzeuge reinstellen kann? Man kann, ich hab noch eine Idee, man kann es auch sein lassen.
Guck mal, Auktionshäuser allgemein sind eigentlich ja. Oh, ich hab ein Abo! Um die Uhrzeit! Wahnsinn! Ich weiß jetzt. Ja, man könnte ja so eine Zeitauktion machen. Soll ich das mal sagen? Keine Ahnung, ein Ifrit ist jetzt für 2 Stunden mal für 500.000 drin und die Leute können halt bieten, so hoch er halt geht, dann hat man die Chance, dass es höher als 1,5 Millionen ei, Gotti. Oder dass du halt ein Schnäppchen machst. Ach ja, und ich habe gerade einen Negativ-Countdown beim Aufwachen. Ja, warte mal, rassistische Äußerungen, kannst du dir schon mal stecken lassen mit, was hast du nochmal gesagt? Es ist echt bis Minus gegangen. Ich bin gerade bei minus 4 Minuten und kann auch nicht respawnen. Geil. Mach mal einen Screenshot davon. Ich find's geil. Aber es geht immer höher. Ich krieg erstmal 17 Schmerzmittel, aber nicht zu saufen. Ja, hab ich dir gegeben, warte. Ja, so ein paar Dietriche. Kommt drauf an, was hast du genau gemacht? Peter, willst du da? Ich bin gestorben, habe Medic angefordert und habe gewartet. Peter, willst du da? Ja, jetzt bin ich gerade bei minus 5 Minuten und minus 19 Sekunden. Wer hat meine Sachen aufgehoben? Ich hatte 10 Liter. Ich glaube, das sind Einzelfälle. Ja, das Skriptwesen sind abgekackt. Ich brauche erst ein Trinken. Medic! Aber das passiert eigentlich nicht so. Medic! Das passiert eigentlich gar nicht. Wer heißt hier ich? Ja. Ich hatte 10. Ach, jetzt. Hä? Jetzt habe ich herzlich Hilfe gefolgt. Du kannst jetzt aufwachen. Ja, das backt dann. Ja. Das ist umgebackt. Ja, die habe ich alle gefunden. Alles. Ja. Sieht das eigentlich aus mit den pinken Polizeiskins? Oh, danke. Ihr wollt unbedingt den Dildo-Skin haben, oder was? Ja, der sieht wirklich voll nice aus. Alter. Bonnie, wo bist du denn? Wer ist das? Welcher Medic ist hier bei mir? Ich setz mich morgen an den Dildo-Skin dran und wir machen ein Event dafür. Hallo, Matze, bist du nicht das da, hier? Nein. Der Medic ist gerade 215 Meter von mir entfernt. Welcher Medic ist das hier, der bei mir steht? Die 30 Flaschen aufgesammelt, 30 Stück, Alter. Hab ich näher? Ja. Ne, jetzt geht's wieder weg. Hast du Easy Matze, zufällig 30 Wasserflaschen dabei? Jetzt gehst du noch was? Weiter weg als sonst. 30 Wasserflaschen? Ja nicht nee, überhaupt. 3 hatte ich nur. Jetzt kommst du ganz nah. Ja, jetzt kommst du näher. 2.13, 2.12. Hier, kriegst du ein bisschen. 2.11, 2.10. Auch 30. 2.9. Ist das mit Leuchtspur? Jetzt gehst du wieder weg. Schade. Jetzt gehst du wieder weg. Gute Nacht. Jo, Nachti. Wie gesagt, um 4 kommt ein Update rein, ne? Ja. 2.7. Oh. James Update. Update? Hä? Jetzt geht's wieder weg. Was da drin im Update? Überraschungsei. Diese E-Tab-Westen zum Beispiel, diese Lichterweste, diese Reflektorenweste, die gelbe, ein paar Taschen noch für die Zivilisten. Ich kann erstmal in mein Heli nicht mehr einsteigen. Hä? Der Heli, der jetzt startet, kommt mal wieder runter. Da ist noch das Medic, also dieses Ding drin, dass man sich auf 100 heilen kann mit dem Medikit. Das ist auch noch drin. Sag mal, wo du bist. Dass der Medic einen auf 100 heilen kann oder dass man mit einem Verbandskasten sich auf 100 heilen kann? Ein Medic. Oh Gott. Ich war der Polizist auch nicht. Oh Gott. Polizist kann das nicht. Ja. Es geht ein Brick dabei. Ich glaube, so was ist nicht gut. Du wirst mir halt mit dem Rechten zu erzählen, sondern. Ich muss morgen. Also, ich bin mir dafür, dass wir einen Stripclub einführen und ich der Chef davon werde. Ich stelle mir gerade echt die Frage, gell? Ich bin nicht geistig behindert. Wer ist die ganze Zeit mit meinem Medic Heli geflogen? Ein Stück zu, oder? Also, das war's ja. Ich sage zu. Ah, ich will zwangs mal aufgehen. Jo. Ich geh auch gleich auf. Guck mal kurz noch einen neuen Heli. Matze, also du meinst morgen 18 Uhr soll ich... Spätestens da sein, ja, aber davor möchte ich, dass wir das andere noch klären. Ja, ich weiß noch nicht, was ich morgen so vorhab, deswegen kann ich jetzt... Nicht soll ich morgen 18 Uhr auch kommen? Alle, ich versuch, dass ich spätestens 18 Uhr da bin. Und dann machen wir das zusammen. Morgen das besprechen wir, oder? Ja. Wegen der Sache, wegen den...
Atira, Kavala etc. pp. Und wegen der Whisper-Liste. Ja, aber ich bin morgen ab 17:30 Uhr da. Na, du weißt ja schon Bescheid dann. Genau. Genau, dann ist es ja dann nicht so schlimm. Erklärst du es dann allen, Alex, oder? Ja. Dann bis morgen. Jo, bis morgen. Mach keinen Scheiß, bleib sauber. Jo, tschö. Ciao. Mal schön abwischen. Man muss eigentlich dazu sagen, dass das mit den Whisperlisten eigentlich echt recht easy ist. Es ist easy, das ist richtig. Das Ding ist nur, wenn du hier tonnenweise Whisperlisten einführst, was ich schon persönlich ein bisschen schwachsinnig finde. Es reicht im Endeffekt, wenn die Einsatzzentralen, also die Einsatzzentrale machen, dass sie zwei Whisperlisten haben. Wie ich es halt vorhin erklärt habe, einmal für die ganzen Teams, ne? Und wenn sie selber als Medic sind und eine andere Einsatzzentrale, dass die auch an die Einsatzzentrale was haben. Die normalen Medics, dass die im Endeffekt nur die eine haben, das reicht voll und ganz. Werden Kabelbinder gespeichert, wenn ich vom Server gehe? Nein. Kacke. Komm, dein Los wird gerubbelt. Niete, kauf dir noch eins, ja. Nice Glücksspiel. Komm, dein Los wird gerubbelt. Jetzt wird aber richtig gerubbelt, da muss jetzt was rauskommen. Das musst du so machen, wie das abends immer bei dir machst. Nee, schrubbeln AMK. Mit der Pizette. Lol. Ja, genau. Lol. Helmut, du wirst morgen sterben. Bin jetzt offline, tschüss. Jo. Jetzt geht er schon offline, weil er Angst vor mir hat. Aber ich geh jetzt auch offline, weil ich Angst vor ihm hab und er jetzt offline ist. Ja, komm gleich in dein Zimmer, pass auf. Ja, ich hab schon Klopfen gehört. Oh, soll ich auch vorbeikommen? Ja. Dann schrubbeln wir ein bisschen. Draußen, ich bin schon bei dir im Schrank. Welchen davon? Den ganz links oder ganz rechts? Den in der Mitte. Da liegen meine Nerves drin, da passt du nicht rein. Glaub mir, da passe ich rein. Wie ich groß bist du? Ich bin 12 mal 3 cm. Da passt du nicht. Da passt du nicht rein, Alter. Na, so ein Schrank wo so. Du würdest in den ganz linken reinpassen, aber. Ja, dann bin ich halt in dem ganz rechten. Rechts sind meine Schulsachen, da willst du nicht rein. Doch, ich hab die alle vollgeschissen. Ja, nice, Alter. So, ja, aber was hast du mit deiner Hausaufgabe gemacht? Wie willst du sowas erklären? Ihr habt kein Toilettenpapier mehr. Ich bin auch mal zu spät gekommen. Wurde ich gefragt, warum ich zu spät bin? Hab ich gesagt, ihr musst noch scheißen gehen. Naja, ich bin dann auch mal weg, ne? Jo, jo. Hau rein. User disconnected from your channel. Jetzt sind wir zu wie viel? Zu. Ja, zu viel und zwei davon sind nicht ansprechbar. Kannst du mich eigentlich auch als Praktikant für die Polizei eintragen? Ich? Ja. Nein. Okay. Weil entweder du bist Medic oder du bist Polizist. Okay. Ja, ich wollte ja eigentlich auch nur mal ein Praktikum machen. Sozusagen. Ja, die Sache ist jetzt halt, ne? Whitelisten direkt als es ist halt Ansichtssache jetzt. Also Praktikum kannst du gerne machen, das ist kein Problem. Wenn du sagst, okay, du willst wirklich dir das nur mal anschauen, dann machen wir das halt meistens, dann läufst du öfters halt mit oder den ganzen Tag läufst du halt mit oder Serverperiode und da ist gut. Weißt du, dafür extra zu whitelisten, na, ich weiß ja nicht. Weil das wäre dann halt sonst ein zu hin und her. Also, das heißt, wenn ich jetzt nur so mitfliegen würde oder fahren. Wie wir es jetzt zum Beispiel machen. Ja, könnte ich halt keine Leute wiederbeleben. Richtig. Also nur Autos reparieren und sowas. Richtig. Okay. Und als Polizist, was kann ich da denn so machen? Bekomme ich einen Taser in die Hand gedrückt und. Oder wie? Das kann ich dir gar nicht sagen. Warst du nicht heute Praktikant bei der Polizei? Ich bin immer Praktikant bei der Polizei. Ja, dann musst du das doch wissen. Ich bin deswegen immer Praktikant bei der Polizei, weil ich bin Streamer. Und wir streamen von seitens. Das ist aber
nicht, das macht, das darf nicht jeder Streamer machen. Wir streamen von seitens Medics, wir streamen von seitens Polizist oder was, oder halt Normalziff. Ja. So. Ich will fragen. Ach nee. So, was machen wir jetzt noch? Warten, bis ein Einsatz reinkommt. Der wird jetzt, glaube ich, ja weniger, dass jetzt bei 5 Leuten noch was reinkommt. Ich weiß ich nicht. Was trinken wir noch? Und ich habe nichts zu trinken. Wie gefällt dir denn eigentlich das Dasein als Medic? Ich bin nicht für umsonst Medic, Chef. Wie gefällt dir denn das Dasein als Medic, Chef? Wie kommst du jetzt da drauf? Warum nicht? Es ist im Endeffekt extrem Stress. Stress ohne Ende. Du musst zwischendurch musst du die Theorie machen, du musst abfragen, du musst Prüfung machen, du musst wieder planen für den nächsten, du musst dir überlegen, was ist wieder besser für die Medics, was könnte besser funktionieren, dann musst du wieder Sorgen und Nöte, also bist du im Endeffekt die Hure für alles. Sagt man nicht, okay. Was ich irgendwie auch nicht so geil finde, wenn man jetzt verletzt ist und so zum HQ kommt, machen die Medics mit einem richtig auch länger RP. Aber wenn man jetzt so stirbt, dann kann man das irgendwie nicht so machen. Da kann man dann sagen, ich brauche Essen, Trinken. Und das war's dann eigentlich auch so, aber... Was? Ja, wenn man jetzt stirbt, dann kommt ja Medic und so. Ja. Kann man ja Essen und Trinken, sagt man so, das und das brauche ich. Und dann ziehen die ja meistens ab. Ja, es hat auch diesen Hintergrund, weil, du musst dir mal überlegen, wenn jetzt der Medic jetzt auf dem Weg zu dir ist, der braucht so ungefähr 5 Minuten bis zu dir, ne? Ja. In der Zeit kommt in der Regel schon wieder der nächste Auftrag rein, ne? Ja. Und das heißt, er muss den Auftrag, beziehungsweise er muss dich ja sowieso mit RP etc., muss er dich abservieren, ich sag jetzt mal so, wie es ist, abservieren, ne? Also, ja. Er muss mit dir RP führen, etc. pp. In der Zeit ist ja schon der andere Auftrag da. Das heißt, der muss im Endeffekt gucken, wie lange macht er mit dir RP. Wie lange braucht er wieder für den nächsten Einsatz, bis er dorthin kommt und dann wieder das neue RP? Ja? Das heißt. Ja, nee, das ist mir ja klar, dass da auch neue Einsätze reinkommen. Aber ich laufe so zum HQ. Ja. Und sag denn, ich bin verletzt und dann ist halt hier richtig mit Fett RP und so. Das ist, weil hier in der Regel im HQ ist immer mindestens einer, der überwiegend im HQ bleibt. Das heißt, er hat die Zeit mit dir auch ordentliches RP, ich sage mal, langes RP mitzuführen. Aber wenn jetzt draußen jemand ist, wie du hast es jetzt mit zum Beispiel mitgekriegt, gell? Nur bei dem bisschen, was wir jetzt gerade eben waren, wir sind immer hin und her, wir hatten immer halt ein bisschen da wieder was zu tun. Ja. Wenn wir jetzt aber hier dauerhaft im HQ bleiben, das heißt, es kommen so Viertelstunde kommt ungefähr einer rein. Das heißt, du hast, sag ich mal, mindestens 10 Minuten Zeit, um mit denen RP zu führen. Weil du ja hier bist. Du musst nicht extra irgendwo hin. Wie gesagt, du musst einen Anflug oder Anfahrt musst du mitberechnen. Du musst das RP mitberechnen und die Abfahrt musst du mitberechnen. Ja. Das ist so das ganze Problem. Und viele denken halt in dem Sinne, ja, Medic ist ziemlich einfach. Ach, warum kommen die nicht? Ach, die haben doch nicht so viel zu tun. Im Gegenteil, du hast extrem Stress. Das war jetzt nichts. Also was wir jetzt die letzte eine Stunde hatten, war nichts, gar nichts. Das ist von nichts mehr wie nichts gewesen. Mhm. Es geht auch noch ganz anders wie heute halt. Das war ja mehr wie Extremstress. Wir sind ja mit 6 Leuten schon gar nicht hinterhergekommen. Ja. So, ich gucke mir jetzt aber erstmal das andere Spiel an. Das was? Das andere Spiel. Weil ich hatte, du kennst ja höchstwahrscheinlich Eisenschmiede. Da habe ich mal Medic gerufen, da hast du dann da so 10 Minuten, bis du dann respawnen kannst. Ja.
wirklich nach, ich glaube nach einer halben Stunde, nee, nach 20 Minuten bin ich respawned, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann nochmal irgendwie nach, also ich hatte mir einen Timer gestellt, nach 45 Minuten hat mein Kollege eine SMS von einem Medic bekommen und hat gefragt, wo sind sie? Nach 45 Minuten. Wenn man mal so überlegt, ist das ja schon eine lange Zeit. 45 Minuten ist weitaus zu lange. Ja. Vor allem, ich scheiß hier die Medics schon nach 10 Minuten an. Ja. Weil ich habe das auch ganz oft so, wenn, auch wenn mehrere Medics online sind, verändert sich die Meterzahl mal so um 0,5. Bis 2 Meter. Und das irgendwie so für 5 Minuten lang. Und dann kommt doch mal einer. Und das fuckt halt ab, würde ich mal so sagen. Wenn der einfach nur so rumsteht. Ich weiß ja nicht, was sie machen, aber denk mal, es ist nicht so wichtig, wenn man da nur so rumsteht. Wer, ich? Nein, allgemein irgendwie mal so. Das ist ja mal, wie weit die weg sind, und dann steht da so 260 Meter und die Zahl verändert sich dann mal so um 2 Meter. Also das ist schon deprimierend. Hast du eine Flasche Wasser oder sowas? Ja, klar. Hm? Ja. Jo, danke. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Weiß mir nicht, du kannst dich wieder entjuten. Was? Ich bin das, hab ich gesagt. Ach so. Du hörst ganz schön verklingelt an. Du hörst dich ganz schön verklingelt an. Erkältet und heute. Ach so. Doch jetzt, also doch nicht 24. Wieso? Kann ich sonst noch was für sie tun? Nee, ja, nee, alles gut, alles gut. Ja, schönen Tag denn noch. Habe ich das nicht toll gemacht? Ernsthaft? Da gehört viel mehr dazu. Ja, die Anfahrt habe ich vergessen, warte. Guten Tag. Guten Tag. Das ist wie das letzte Mal, gell? Hatte Polizist, da bin ich gelaufen, wirklich nur gelaufen, gell? Da hat der Polizist Schiffs Öl rausgehauen. Ich soll rechts ranfahren und aussteigen. Ich dachte mir, will der mich jetzt verarschen? Das war auch so ein Ding, nee. Der Polizist, der war schon als Medic drin oder als Ziff? Da war ich als Ziff drin. Das war Kavala Marktplatz, gleich nach dem Solo Restart. Da ist gleich der Polizist angekommen. Ich hatte die Waffe hinten auf dem Rücken halt gehabt, wollte eigentlich mir ein Auto rausholen, weißt? Und er haut erstmal Shift Ö raus. Dachte ich mir, yo, alles klar, du machst das schon. So, was machen wir? Weiß ich nicht. Löcher graben oder so. Löcher graben, na, pass auf, ich werde mal eins machen. Weißt du, was ich mache? Ich werde mal. Hier an dem Handy kann man hier eigentlich alles machen, so Garage und alles. Inwiefern? Der Garage, Markt und so was. Hä? Ja, bei dem Mann kann man da so auf die Fahrzeuggarage zugreifen, auf den Markt und so was. Ja. Das ist ja cool. Ist aufgefallen, hier im Orkadri der Rotor andersrum. Ja, du steigst aber auf der anderen Seite ein. Was ist? Du steigst auch auf der anderen Seite ein. Ja. Ein englischer Hubschrauber? So ungefähr kannst du, ja, kannst du so ungefähr so sehen. So, gucken wir mal, wo noch ein paar Leute sind. Ja, einer ist jetzt gerade bei uns gestanden. Na so. Ich vermute noch, wo anders noch sind.
Vielleicht der Typ mit der Huron da, der Heroin farmt. Vielleicht ist der ja noch da. Ich weiß, wo der ist. Und warum sagst du das nicht? Weil der mit hier im Heli drin sitzt. Wer? Das ist auch rein zufälligerweise der Ausbilder von Medic. Sag. Aha. Der ist auch gerade rein zufälligerweise gerade im Channel. Aha. Das ist ja cool. Ich finde den Orca immer noch von Zugehen so schlimm. Glaubst du, er ist bei Pfandflaschen? Ich glaube, die sind bei Pfandflaschen. Und ich bin ganz rein zufällig hier. Guten Tag. Aber er ist nur rein zufälligerweise hier. Hi. Wundert mich. Macht er entweder Mario oder Hero. Ja. Na, da suche ich den jetzt nicht wie so ein Blöder. Trauma-Management-Team. Ja. EMT. Yakuza, Helmut Kohl. Natürlich. Wer ist denn noch? Wer ist denn noch alles da? Wir haben hier gerade einen Rettungsdienst. Luca irgendwas mit Nen und Charlie irgendwas mit H. Und dann noch ein Jahr Helmut Kohl. Und ich bin noch da. Okay. Ja. Werner von der von DDR Online würde jetzt auch sagen, die sind Pfandflaschen machen. Na, DDR macht überwiegend nur Pfandflaschen. Ja. Ich und ein Kumpel haben mal eine ganze Nacht Pfandflaschen gemacht. Du kriegst doch da richtig viel Kohle raus. Ein Hammett bringt 1 Million. Na? Naja, wir haben in einer Nacht, weiß ich nicht. Also ich hatte Hausbesitzerlizenz raus. Also wir hatten den zusammengelegt. Ich hatte Hausbesitzerlizenz raus und dann noch ein paar Millionen übrig und ein Haus hatte ich gekauft. Okay. Ja, also hat sich nicht so wirklich gelohnt. Hätte man Heroin gemacht, hätte sich das gelohnt. Da kriegst du ja fett raus. Aber wir wussten nicht, dass man das beim Gangversteck verarbeiten kann. Und deswegen dachten wir, das wäre voll die lange Strecke. Okay. Und Marihuana, weiß ich nicht, hatten wir irgendwie keinen Bock darauf. Und dann nur was vor uns ist. Auch noch nicht. Wer hat sich eigentlich die ganzen Namen für diese Hubschrauber und alles ausgedacht? Hä? Wer sich die Namen für so Hubschrauber ausdenkt und sowas? Keine Ahnung. War ein schöner Rundflug, muss man schon sagen. Okay. Jo, ich kann jetzt wegfliegen. Ja, also wie gesagt, das ist gar nicht mehr, guckt eigentlich noch in meinen Stream zu. Tobi ist noch da, bist du noch wach? Ich bin jetzt auch wieder da. Den hole ich mir. Tobi, bist du noch oder schon wieder wach?
Tim. Ja? Ich denke, ich gehe jetzt dann auch erstmal noch. Hä? Ja, gesagt, ich gehe dann jetzt auch erstmal noch. Jo. Die MXSW kann ich mir die rausnehmen? Nein. Schade. Die spielt das Träger-Spezialgeschirr. Du nimmst dir bitte gar nichts raus. Das habe ich sogar auch. Nee, das ist leichter Tragegurt. Stufe 3. Ah, ist Black Metallic halt. Weil das, was hier nämlich noch drin ist, es gehört nämlich Reuter. Wen? Das gehört Reuter. Achso. Steffers will da. Will der vielleicht einen Silbekasten oder so haben? Als Medic. Ja, weiß ich ja nicht. Ernsthaft? Ich hab noch vier davon. Brauch die eigentlich nicht. Weil wenn ich irgendwie mal was hab, dann nehm ich entweder Schmelztabletten oder Ferrek richtig, also. Also dann, ich bin wo ist jetzt der Morg? Ja, nice, ich hab 5 Millionen. Also, wohin hatte ich noch 4 Millionen? Jo, dann bist du in der. User disconnected from your channel. Hey, wo ist der Morg? Er wurde vielleicht beschlagnahmt. In der Luft. Ja, weiß ich noch. Ja, ich guck mir dann mal das andere Spiel an, was ich jetzt mir runtergeladen habe. Ich lande den jetzt. Welchen? Was denn für ein Spiel? Irgend so ein Horrorspiel ist das. Outlast! Hab ich schon komplett durch. Echt? Ja. Und bei Gronkh gesehen. Ja? Ja, bei Gronkh erst gesehen und dann selbst noch 2-3 Mal durchgespielt. Ich kenne das Ding hier nur auswendig. Ja. Also. Und ich kann dir so viel sagen. Es ist richtig abgefuckt. Ernsthaft? Es wird richtig schön, wird das. Also, die Story hat mir gefallen. Es wird nicht leicht für dich. Du wirst sehr oft in einem Spiel in Situationen kommen, wo du Panik bekommst. Je nachdem, wie schreckhaft du bist, natürlich. Schreckhaft. Ja, ich werde mir das Spiel jetzt mal angucken. Ich fange es auch gleich nochmal an. Oh, wie lange nicht? Mit Spielen, auch nice, in meiner Abo-Box habe ich einfach dreimal hintereinander was von dir, Matze. In deiner Abo-Box? Yep. Wie? Auf YouTube. Ach so? Einfach dreimal was von Easy Matze. Aber direkt hintereinander. Warte mal, wie geht's vor 6 Stunden, warte mal. Vor 4 und einmal jetzt gleich. Schrubber ist weg. Ich bin ja jetzt mit Easy Matze, mit Julian Wald verheiratet. Wie gesagt, ich guck mir jetzt mal das Spiel an. In welchem Channel soll ich denn morgen kommen? Warten auf Leitung, du wirst dann automatisch gezogen. Okay. Na, Matze, erzähl mal. Was hast du morgen mit mir vor? Hä? Was du morgen mit mir vorhast? Wieso morgen mit dir? Ja, wegen Detlef und Helmut. Na, schöne APs führen als Ziff. Ach du Scheiße, ich kann doch gar keine AP. Ich auch nicht. Das ist ja wohl never.
So, ich guck mir jetzt das andere Spiel an. Warte mal. Ich muss dazu nochmal erwähnen, es gibt auch ein DSC für das Spiel. Das nennt sich Whistleblower. Das ist absolut empfehlenswert. Mir persönlich hat das fast sogar. Sind. Moin, was zockt ihr? Wasteland 900. Channel switched. Achso, ihr seid jetzt nicht in dem neuen Spiel. Nee, gar nicht. Okay. Na, ich geh mal ins neue Spiel rein. Tom. Channel switched. So. Da. Leon. Schön, nicht zugehört. Ja, wie gesagt, ich gucke mir jetzt... Moin! Ja, eine Frage, wie gesagt. Gibt es irgendwelche Anforderungen, wie lange man auf diesem Server gespielt werden muss? 4 Tage. Kann sich... 4 Tage. Ist er los? Okay, dann teile ich das dem eben mit. Wie alt ist er? 15 auch. Jo. Dann sage ich das dem eben. Jo. Jo. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Stream dann. Der soll in das Spiel reingehen. Was? Ich versuche jetzt nur im Endeffekt das neue Spiel zu starten. Mit dem Stream. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, kannst du es immer noch umstellen. Ja, ich versuch's ja noch nebenbei. Hm. Weißt ja, wie es manchmal ist, ne? Wie gesagt, wenn's um Outlast geht, kannst du mich alles fragen, was du brauchst. Deswegen ist es ganz gut, dass du noch der bist. Ja. Komm, bitte schon. Hast du Freiwilliges Attachment? Hä? Hast du in OBS das Vollbild aktiviert oder machst du per Fenster? Ja. Vollbild. Jo. Okay. Wenn er es nicht machen will, eventuell einfach mal nochmal auf Eigenschaften klicken bei Vollbild und nachgucken, ob es vielleicht nochmal extra braucht. Kommt vor. Ach, der will die Bestätigung haben für die Firewall und alles. Für die was? Für die Firewall. Ah, okay. Mach's trotzdem. Ich hab 100 Abonnenten. Bei mir hast du nur 97. Bei mir stehen 100 da. Warte. Ah, jetzt. Herzlichen Bockwurst. Kannst du gleich mal abdrücken. Ich brauch noch ein paar. Herzlichen Bockwurst. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glühscheißstrumpf. Ja, genau. Warte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Hier funktioniert gar nichts.
Oh, es funktioniert tatsächlich. Scheiße. Neues Spiel, warte mal, Option. Servo. Herzlich willkommen in Outlast. Zurücksitzen. Aha. Wie ist die Steuerung? WASD, okay. Du machst es. Er macht doch ganz hell, das ist. Was? Er schiebt sich das Ding auf ganz hell. Mit der alles sieht. Du dich bei Outlast nicht machen. Hast mehr Effekt, wenn es wirklich schön dunkel ist. Was ist mal jetzt hier? Vor allem, wenn du jetzt noch nicht aufs Spiel gedrückt hast, guckst du mal bitte bei der Karte. Ist bei mir alles sehr hoch. Ja. Ja. Hm. Ich fange erstmal mit normal an. Ja, wirklich. Ah? Ach, mach da. Wünsche dir viel Spaß. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for the livestock behavior. Ich habe keine Ahnung. Wird sich einiges erwarten. Echt? Ja. Ich war froh, also ich war richtig glücklich, wo ich das Beste. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, so an sich jetzt so grafikmäßig finde ich es gar nicht mehr verkehrt. Ist für sein Alter sowieso. Wieso, wie alt ist das? Warte mal. Aber es ist ja schon der zweite Teil raus von dem, weißt du? Aber der zweite Teil hat jetzt leider nicht von dem Rechtsraum. Was? Du bist übelst leise. Ich sage, es gibt auch einen zweiten Teil davon. Der handelt aber nicht von der gleichen Story. Was schade. Okay. Schade, dass es hier als nicht als Multiplayer gibt. Ja, ist leider so. Das sollen sie gefälligst ändern. Was ist denn das jetzt für Teil, was ich jetzt hier habe? Was meinst du? Dein Auto? Danke dir, Marc. Was, Marc? Ja. Marc, du hast hier gar nichts zu melden. Jetzt muss ich hier ein Foto machen oder was von jedem? Schönste Aussage ever. Nein, find es heraus. Das Spiel, wobei du richtig Ruhe brauchst. So. So und jetzt? Deine Ziele werden deine Notizblocks nur angezeigt. Aha. Ich gebe dir einen Tipp. Es geht richtig los, geht sobald du das Gebäude betrittst. Ich würde übrigens auch empfehlen, in allen möglichen Ecken zu gucken, wegen Batterien. Für deine Kamera, du wirst sie brauchen. Was ist das für ein Spiel, Alter? Warum? Was ist das, echt dein fucking Ernst? Was ist das für ein Spiel, ey? Das ist ein Horrorspiel. Ich merk's.
Warum merkst du das? Etwa wegen der gepanzerten Fahrzeuge? Die haben einen Grund da zu sein. Und diesen Grund wirst du wahrscheinlich erst sehr spät feststellen. Alter! Warte mal, das Gerüst steht doch nicht für umsonst. Was hast du? Was stand jetzt da? Aber das Gerüst steht doch gar nicht für umsonst. Nee, tut es auch nicht. Ich wünschte, ich würde das nicht so verzögert sehen. Ich würde direkt sagen, was du irgendwann machen musst. Wieso du das nicht? Hm? Warum tu das nicht? Warum er es nicht direkt streamt, meinst du? Warum soll ich jetzt nicht hier hoch? Wie soll's da hoch? Naja, weil es ist doch nicht für umsonst. Ja, richtig. Wie soll's da hoch, das ist richtig. Ha. Ich bin schon ein bisschen weiter als du, muss ich gerade sehen. Ich hab vorhin mal ein bisschen angezogen. Ha. Stehst du immer noch da, Matze? Nee, ich bin schon weiter oben. Ah, okay. Bei mir stehst du im Stream noch unten. Puh. Alter, willst du mich verarschen? Was ist das für ein fucking Spiel, das, Alter? Das geht doch, das geht doch. Bist du gerade am Fernseher vorbeigekommen? Ja. Hat man gehört, ja, ja. Geht noch, das geht. Alter, jetzt mal ohne Witz, gell, ich bin schon so ein übelster Schisser. Ey, willst du mich verarschen, ey? Es wird noch schlimmer. Ich Alter, halt nur, doch mal dein Maul. Ich geb dir, ich schnupse dich ein bisschen an. Ich sag nur, Räume voll mit Wasser, bewegungsunfähig und irgendwas in der Dunkelheit, das sich bewegt, auf dich zu. Naja, auf jeden Fall viel Spaß. Alter Leute, ihr guckt mir doch gerade ganz bestimmt zu. Ja. Alter, willst du mich verarschen, Gutti? Ich bin der übelste Schisser, was angeht Horror, gell? Es ist gerade kein Witz, weißt du? Und ich spiele jetzt so ein scheiß fucking Spiel. Alter, nein. Du kommst immer von Altes weg. Alter, ich schwitze jetzt schon wie Schwein. Warte mal, du bist immer noch aus dem Fenster? Du bist gar nicht drin? Nee! Da, als das Licht ausgegangen ist, bin ich wieder zurück. Pass auf, nimmst die Kamera hoch, drückst F, kommst du durch. Das ist noch ist alles in Ordnung. Noch ist die Welt heil. Glaub mir. Noch ist die Welt heil. Komm schon, Matze, trau dich. Ich kann dir auch gern sonst am Anfang noch ein bisschen spoilern, wenn was passieren soll. Aber wenn dann auch nur am Anfang. Also bis zu einer bestimmten Stelle. Alter, ich schwitze jetzt schon mit den Pfoten, gell? Ist gerade kein Witz. Komm, tu's für deine Zuschauer. Alter, das ist ja richtig fucking. Oh, ich musste. Ey, ich werde. Definitiv, ich werde nicht schlafen. Ich warte mal. Ich würde dir so gerne die Story erzählen. Halt die Klappe, ich mach das jetzt anders, warte. Dann wird das noch schlimmer. Warte. Wartet mal! Channel switch. Alter, fucking, Alter, ich hab jetzt das Spiel angefangen, gell? Digga. Ey, das mit dem Fenster fängt ja schon an, ich schwitz wie Schwein. Ich hab schon richtig, ich hatte so Parasyn, ich muss dir vorstellen, um 1 Uhr oder so hatten wir das angefangen, ne, um 0 Uhr irgendwas hatten wir jetzt angefangen. Und dann diese Szene, Alter, kannst White fragen, ich hab so geschrien, Alter. Auch, Alter, das ist. Ich wünsche dir viel Spaß, Matze. Habt ihr es durch? Nö, wir haben es nicht durch. Ich hab. Irgendwann war da so ein Hurensohn im Keller, Alter. Okay, ich will jetzt nichts sagen, aber. Der hat dann den Strom ausgemacht und dann. Probiert er dich zu suchen. Und du musst dich immer verstecken vor dem Hurensohn. Musst den Generator anmachen und musst halt immer dich vor diesem Hurensohn verstecken, aber der ist so krank schnell und alles. Ein richtiger Bastard. Und dann hat. Irgendwann hat er. Wenn er dich hat, Digga, der brüllt dich tot, Mann. Ernsthaft? Ja. Oh, Digga, guck die Chesna.
Guck, kommt ihr das? Doch eine Bombe. Alter, ja. ich hab das jetzt gerade im Livestream, Alter. Was, Matze? Hä? Ich wünsch dir viel Spaß. Fick dich. Ich bin wieder oben. Oben ganz so. Channel switched. Matze? Ja? Das mit dem Generator ist erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Das mit dem Generator ist ganz am Anfang. Wie gesagt, ich hab's Spiel durch. Ich find's umso lustiger. Ich wünsche dir echt viel Spaß, Mann. Naja. Alter, Marc, du bist so ein Wichser, ey. Jetzt ohne Scheiß. Drücke F, während die Kamera bereit ist. Dann lass ich... Oh, Fatty Mac, fett. Oh, ich liebe dich. Was will er? So. Alter, ich prügel mein Rechner aus dem Fenster, das schwöre ich dir. Bei mir hängt der Stream gerade. Ich war ja auch gerade eben auf dem Desktop. Achso. Du hast das Ding schon hochgestellt. Och, warte, trau dich. Ich werde das Spiel löschen, das schwöre ich dir. Kannst du gerne machen, aber spiel's durch. Es wird immer besser. Oh, ich würde dich so gern spoilern, Mann. Wie gesagt, Matze, wenn du Tipps willst, am Anfang, wenn Spoiler, sag Bescheid. Alter, fick dich, Miezi, verpiss dich! Hat dich deine Miete erschreckt? Ja, Alter, die kam jetzt gerade mit der Foto an, als der Schrei jetzt gerade kam. Der Schrei kam übrigens vom Fernseher. Och, Mizi, was ist denn los? Warte mal, ich muss erstmal meine Katze ist nämlich schwanger, die ist nämlich bald dran. Oh. Ja, das ist jetzt erstmal gerade wichtig. Was ist denn los, Mizi, hä? Ich muss mich konzentrieren. Bobby. Warte mal, ich muss erstmal meiner Katze was zu fressen geben. Einen Moment. Er hat das Spiel gerade mal angefangen und gibt der Katze noch was. Als hätte man da 3 Uhr morgens nichts Besseres zu tun, als eine Katze zu füttern. Dass er nicht mit Horror spielen kann, bin ich umso geiler. Aber ich glaube, ich werde ihm mal ein bisschen helfen. Es gibt gewisse Tricks, die du nutzen kannst, um vor gewissen Gegnern, sag ich mal, safe zu sein. Das mit dem Keller zum Beispiel. Ich fand es gerade so lustig. Im Stream haben sie gesagt, bis zum Keller sind sie gekommen. Der Keller ist erst der Anfang. Das Ende ist brutal. Es gibt nichts Brutaleres als das Ende. Gut, es gibt schon brutalere Sachen, aber das Ende war richtig brutal. User joined your channel. So, Jungs, wir kommen jetzt auch. Kamora? Ja? Du hast gesagt, ihr seid bis zum Keller gekommen? Ja. Da kommt noch einiges. Oh Junge, ich war unter diesem Bett und da kommt der Hurensohn in meinen Raum, Alter. Bro, da hab ich hab schon das richtig in die Hose geschissen, Alter. Bro, ich hab das Spiel durch. Das Ende ist mitunter eines der brutalsten Dinge, die du haben kannst. Das war erst der Anfang, was mit dem Keller war. Oh, Digga, ich weiß nicht, irgendwie hab ich Bock, aber ich hab auch irgendwie extrem Schiss wieder von mir. Ich zock jetzt, Alter. Oh, ich mach nur was streamen, Alter. Meine Eltern schlafen, nicht, dass ich wieder so rumstelle wie vorhin, Alter. Respekt vor diesem Spiel haben. 8 Aufrufe 300. So, Digga. Jetzt musste ich aller Ernstes meine Katze erstmal hier aus der dritten Etage. So, Matze, ich mute mich erstmal, ne? Am besten hält jeder die Fresse und guckt einfach seinen Stream und
lässt ihn alleine machen, würde ich sagen. Jetzt tut sich einfach jeder mal full muten und guckt einfach in seinen Stream ein und hört rein, würde ich sagen, ne? Ich bin nur da, um dir Tipps zu geben. Der kann ja dann im Stream sagen, dann hörst du ja deine Tipps raus. Deswegen einfach bitte alle erstmal full muten. Ich will, dass er einfach alleine ist. Alter, du Wichser, Alter. Du bist so ein Wichser, weißt du das? Warte, ich schicke euch mal meinen Kanal-Link. Mats, Alter, ich wär's dir, ich hab so rumgeschrieben. Ja, so ich. Marc, ich muss erstmal meiner Katze auch was zu fressen geben. Jo, ich mute mich jetzt erstmal. Wie gesagt, am besten muten sich alle erstmal, kurz. Am besten nee, Mike. Mike muten. Oder Schnauze halt einfach, wie machen wir's. Kommt man im Keller weiter? Alter, halt dein Maul! Ich kann's dir gerne privat sagen, da musst du mich aber hier wegnehmen. Ah, egal, fortfahren. Ich mache auch meinen Stream an. Oh. Ein bisschen was zu lachen hat. Oh, ich finde das so geil, wie Matze so schön zögerlich ist, Alter. Ich denke immer, ich habe eine Waffe in der Hand. Oh, Matze, ne? Ich hör's dir, Matze. Du wirst gleich so schreien, Mann. Hör auf, ich zu spoilern, Mann. Pisst euch jetzt. Psst, alle ruhig jetzt. Kann ich irgendjemand hier in die Fresse hauen oder so? Alter, fick dich. Oh, ist das schön, Alter. Alter. Matze, was machst du nicht denn so fertig? Jetzt ist doch gar nichts los. Da hat sich nur die Tür geöffnet, Alter. Ja, du hast doch Neulingsschutz, Mann. Ich guck jetzt auch nochmal bei Matze. Oh Gott, das mit der Videothek beschlüpft. Erinnert ihr euch noch an die erste Szene? Mhm. Ey, ist das. Ne! Das ist jetzt nicht euer. Ich muss jetzt nicht da hoch. Doch. Nein. Nein. Das ist echt Matze, euer fucking Ernst. Matze, du hast echt, wo du uns nicht zugeguckt hast, du hast das verpasst. Ja. Oh, ist das schön. Alter. Ey, hör. Wie schön, wenn man das Spiel kennt und genau weiß, was man guckt. Alter, ich schwitz gerade so hässlich. Es ist doch noch nichts los, kacke nicht. Hier könnt ihr bei mir zuschauen. Spielst du das Spiel jetzt auch? Ja. Ich hab 3 Bildschirme, ich guck nebenbei. Hier aber auch 2 Tabs laufen. Gott, Alter. Ich bin jetzt im Keller, Mann. Hast du denn auch noch einen Stream, Digi? Der jetzt noch streamt? Dann warte, ich Bremsstreifen ist bei mir so leise, warte. Warte, wer spielt jetzt noch? Außer Kamura und Matze? So, seht ihr was? Wer subscribed ein, Alter. Ich sehe euch beide. Ärger. Ach, du bist da unten im Keller. Ich mach gleich auch meinen Stream an, Alter. Ja, schick mal dann. Genau, Alter, hab ich einfach 4 Tabs laufen. Matze auf dem mittleren? Ey, warte mal ganz kurz, alle ruhig. Ey, Matze? Mhm. Du bist ja jetzt gleich da, ne? Also, da, ich sag dir nur, da hab ich geschrien, wo du gleich bist. Da hab ich geschrien. Halt mal. Hör auf, ihn zu spoilern, Mann. Ja, tut mir leid. Ihr Bremsstreifen, ich muss diese Generatoren hier. Wow! Ihr Wichser, Alter. Warte, ich wusste, dass du nicht. Da hab ich so geschrien, Alter. Kamura, ich, ganz kurz. Ich würde gerne mit euch dann. Ich fand es so geil, wie so eine Reaction im Stream, weil wir sind Epileptiker, die ich mal ausbringen. Alter! Wer ist da? Kamura, wenn jetzt jemand Tipps will, muss er mit mir in den extra Channel gehen. Einfach wuchen. Ich sag dann, was gemacht wird und dann keine Ahnung. Aber ich sag's jetzt nicht. Warte mal, ist gerade so laut. Alter! Ich hab gesagt, wenn jemand Tipps will, soll er mit mir in den extra Channel gehen, dann klären wir das. Kein Spoiler. Nein! Wir
Bildschirm ist zu klein für 3 Tabs. Ach, ich dachte, es ist Matze, der so schnauft, aber das ist sein Charakter, Alter. Ja, ja. Matze? Ja. Willst du noch? Ja. Der ist, glaube ich, ein bisschen paranoid gerade. Der ist gerade ein paar. Matze ist aber genauso. Nachdem was da passiert ist, stand ich erstmal 10 Minuten rum, Alter, hab Escape gedrückt, bin aufgestanden und bin erstmal kurz pissen gegangen. Alter, ich hab das komplett durchgezogen, da war ich 16. Ich hab mir das komplette Ding reingezogen. Was ist denn los mit euch? Könnt ihr nicht ein bisschen hoch? Nee, Alter. Das ist echt krass, Mann. Das wird noch schlimmer, glaub mir. Es macht's auch nicht wirklich besser, wenn du die ganze Zeit was erzählst, Alter. Es wird immer schlimmer, immer schwieriger und glaub mir. Es wird dir immer mehr wehtun. Jetzt so, das ist noch recht angenehm. Alter, wer hat das scheiß verfickte Spiel erfunden, ey? Ich komme hier. User was moved out of your channel. Nee, sorry, Alter, Leute. Kannst du vergessen. Matze, das hab ich auch gesagt. Wer hat dieses hässliche Spiel erfunden, Alter? Wieso cool. Nee, Matze, komm, jetzt wollen wir nicht kommen. Okay, komm, dann machen wir es so, dann kannst du mir gern zugucken. Ja, also das kannst du vergessen, Alter. Junge, dann kannst du mal sehen, wo ich bin. Dann siehst du mal gleich, wie ich heute, Alter. Ich hab richtige Hackmacks da, Junge. Alter, geht gar nicht. Ey, sorry, Leute, aber ich mach jetzt erstmal. Ja, das hab ich mir auch gedacht. In dem Alter. Moment, das ist richtig krass, ne? Oh Gott, Alter. Ich hab schon wieder so lauten Sound, Mann. Ich hab schon wieder jetzt schon. Ernst, komm, Junge. Fick dich, ich zieh durch. Soll ich, ich mach Stream an, warte. Kannst du mir bei mir zugucken? Streamer. Ey Junge, ich hab so Angst, ne? User was moved to your channel. User joined your channel. Matze, was machst du? Matze hat keinen Bock mehr, der ist. Nee, Matze! Ey, ich mach jetzt wieder weiter, ne, Jungs, ich mach wieder weiter. Doch. Ey, wer klötzt mir eigentlich jetzt alles zu? Ich mach ich zu. Guck euch das ist so laut. Ich mach extra meinen Ton runter, ich hab so Angst, ne? Kick mir mal bitte auch dein Stream dann. Oh Gott, Mann. Das ist aber scheiße, wenn du deinen Ton runter machst. Ey. Wenn du zu mir sagst, ich soll durchziehen, dann zieh ich jetzt auch durch irgendwie. Ja, gut. Ich räum selbst das Bett. Ich mach mal. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich jetzt hier einfach eine Kamera hochnehmen oder was? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Du musst durchrennen, du musst durchlaufen. Was, wie, wo, was durchlaufen. Ist. Da kommt hier doch was. Da kommt nix. Da Alter, kommt du lügst mich an, Alter. Nein, ich schwöre es dir. Da kommt nur so ein Soldat, der redet mit dir. Es kommt eine Person, die mit dir redet. Ein Soldat, weil er ja, aber wie kann ich jetzt hier Licht anmachen? Ja, du musst Kamera hoch. Kamera hoch, also rechtsklick und dann F drücken. Dann hast du Nightlicht mehr. Gib mir deinen Stream. Meine Batterie ist leer. Digga, ich hab Escape gedrückt. Ich hab jetzt schon, nachdem ich das Spiel gestartet habe, du machst das jetzt. Ich bin für euch alle da, Mann. Ich aber. Ich hab 3 Bildschirme. Wenn ihr was braucht, ich bin für euch da. Oh Gott. Ich spoiler euch sogar, wenn es sein muss. Ich muss jetzt die Tür hier zumachen, ne? Ja. Oh. Wenn du Tür zu hast. Du weißt ja, er kommt dann rein, sobald den Knopf gedrückt hast. Ich spiel es. Und dann versteckt man sich am besten unterm Bett, ne? Boah, wenn Matze Fatty McFat hat kennen. Boah, Digga, da schreit er wahrscheinlich, Mann, der arme Junge. Aber der Fatty McFat hat mich eigentlich gar nicht so erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Nö, der ging eigentlich, der ist total nett. Also ja, der ist eigentlich. Wenn du mit ihm ein Kätzchen trinkst, ich glaub, dann geht das auch. Ey, Matze, ne? Ey, ich hab Angst, Mann. Matze, bitte. Du musst dir vorstellen, ich bin an einer noch schlimmeren Stelle als du. Mhm. Wir sind echt an einer viel schlimmeren Stelle. Julian! Ja. Dein Stream bitte. Ja, Sekunde. Ja, ich bin hinterm Bett, Alter. Ich hab die beiden Generatoren aktiviert. Der geht jetzt da wieder rein. Jo, bis später. Du kannst rein theoretisch an ihn vorbeilaufen, wenn du. Ich geb hin. Jo, ich was? Tschüss. Ja, lauf jetzt vorbei. Tschüss. Pass auf, wenn du an ihm vorbeiläufst und durchrennst in den Raum, versuch's mal nicht spoilermäßig zu machen. Tür hinter dir zu, Hebel drücken, verstecken. Du kennst das Problem. Ah, hier kann man rüber. Alter. Oh. Ich weiß jetzt, wie das geht. Gut. Matze, wie läuft's bei dir? Guck grad ein bisschen Matze zu. Ah, ich weiß, wie das funktioniert. Matze, bist du noch da? Hallo, Matze? Mhm. Hast du Angst? Mhm. Hast du Angst? Soll ich deine Hand halten, Maxe?
Little Fig. Fick dich! Ja, jetzt sind wir Catfacking geworden. Ja, das will ich jetzt nur im Stream hören und sehen. Waschst du jetzt durch, Alter? Scheiß mal drauf. And who are you then? Genau dann, wenn der Fatty Mac Catfacking wird, Alter. Oh Gott, Alter. So, Alter. Ich. Alter, wisst ihr, wie krass das gerade abgeht? Ich hab gerade auch drei Bildschirme ausgelassen. Streams, ne? Oh, er kommt. Jetzt bräuchte ich den vierten. Toll. Also rein theoretisch müsstet ihr eigentlich bis zu einem gewissen Punkt spielen, damit ihr das dann jetzt 39 Abos, Alter. Jungs. Hättet ihr da Bock drauf, bis zu einem gewissen Punkt vorzuspielen, dass ihr alle nachher zusammenspielen? Können wir gleich machen. So, bis ihr anstecken müsst. Alter, welcher Bastard hat mich gerade subscribed, Alter? Ich hasse dich. Gestriked? Gesubscribed, hab ich gesagt. Was ist denn das? Hey, subscribed mir. Abonniert. Aros. Wer hat mich gerade abonniert, Mann? Wegen Grusel-Effekt oder was? Alter, das war so laut, Mann. Warte mal kurz, Matze ist am weitesten entfernt. Matze? Ja. Ah, hier ist der Hebel. Geht's dir? Bremsstreifen? Ja. Jetzt hinter die Tür verstecken, ne? Wenn du den Hebel gedrückt hast, wenn du damit durch bist und zurück zur Lagune rennst, dann Eins kommt er. Genau. Hebel drücken, Tür. Alter, jetzt kommt da von der anderen Seite, kommt da jetzt jemand. Wo denn? Welche Seite denn? Und hier. Wo ist der jetzt hin? Alter, der war da gerade eben. Ach, du bist gerade bei der Sicherheitstür, ne? Ne, das ist soll ich es dir sagen oder möchtest du es selbst herausfinden? Ich will nicht mehr. Alter, White. Bei White wird eingebrochen. Warum? Aber wieso bleibst du denn? Wieso versteckst du dich denn hinter der Tür? Du musst die Tür zumachen und sich dann. Das sind Schränke, Mann. Da musst du rein. Er hat mich gepackt. Ja. Digga, mal, wie soll ich das machen? Da links sind Schränke. Links vom Hebel sind Schränke. Alter, du kleiner Bastard, der mich subscribed hat, Mann. Arox. Glück mich. Boah, hab ich mich erschreckt, Mann. Tobias, vielen Dank für deinen Subscribe. Willkommen in der Community, Alter. Alter, Matze. Du bist so putzig, weißt du, rechts und links. Ne, da sind so. Da geht's total ab. Und Matze, so. Ich bin so ängstlich. Oh Mann. Der Bastard verpiss dich jetzt mal, Alter. Matze? Aha. Ganz kurz, wenn du noch bei der Security-Tür bist, bist du fast richtig. Du musst vorhin noch die Keycard besorgen. Oh genau, Gott, mein auf der anderen Seite. Also im anderen Gang. Ich will. Nee, du willst nicht, dass ich da drüben reingehe. doch, aber du musst durch die Computer gehen, weil die Tür ist versperrt. Warum ist wieder für dein Abo, Alter? Sehe ich das gerade richtig, dass da hinten einer ist? Community. Ja, aber. Ich will jetzt schon gar nicht mehr weitermachen, Mann. Ich geb dir den Tipp, der ist bestimmt nett. Ich will nur noch in diesem Schrank sitzen und mehr will ich nicht machen. Ich geh nie wieder aus dem Schrank raus, Mann. Ey, Arox hat gerade bei dir subscribed, Julian, und dann bei Ryan. Ja, ich weiß, ich hab Arox verlinkt, deswegen. Ich meine, ich hab White. Ja, White, genau, pass auf. Wenn du jetzt durchrennst und durch die Tür kommst, Tür zu. Ich hab so Angst, Junge. Und links in die Schränke rein, du schaffst das. Ah, da. Danke für deinen Subscribe auf jeden Fall, Tobias, aber ich will nicht mehr weitermachen. Ich hab so Schiss, Mann. Doch, du machst das, komm. Alter, der Hurensohn war eben noch hier, so. Ja, pass auf, ich bin für dich da. Bist du gerade in der Security-Ding? Nee, ich bin im Schrank gerade. Hab den General aktiviert. Okay, pass auf, letzten Endes musst du nur an ihm vorbeirennen. Ich weiß, nicht, Alter, du willst. Wenn er dich schlägt, Alter. Drück den Knopf in der Mitte und dann. So, warte mal. Wo soll ich welchen Knopf soll ich jetzt drücken? Wenn du durchgerannt bist, mitten im Wasser steht ein großes Panel, da musst du auf den Knopf drücken. Also ich habe jetzt den ersten Knopf gedrückt und jetzt? Ja, den zweiten musst du noch drücken vom anderen. Und wo ist der zweite? Hey, ohne Witz, Leute, ich guck mir das jetzt auf jeden Fall erstmal bei
bei dem Homo hier an, der immer die große Fresse hat. Wer, ich? Ja. Ich hab keine große Fresse gehabt. Alter, ich hab sie geholt, so, ich hab so. Ich hab die große Fresse, aber ich hab keinen Stream am Laufen. Ja, das ist. Boah. Die Batterie geht leer. Ich will nicht mehr, Mama, Hilfe. Jetzt raus, oder? Aus der Tür. Der ist ja weg. Du musst gucken durch dein. Er wird sich noch auf den Gang aufhalten. Wenn er dich verfolgt, renn noch mal hier rein. Dreh deine Runde, also renn im Kreis herum. Alter, ich muss. Vorbei, ich muss unten rum, oder was? Nein, nein. Du, Matze, du musst jetzt links bei den Computern durch. Das sind links Computerräume, musst du durch und dann kommst du dahin. Da so, kommt Julian, hier so ein Vollspast, kommt doch jetzt hier auch, Alter. Aber nicht das Panel, sondern den Generator. Oh scheiße, ich bin falsch gelaufen, ich will wieder am Anfang. Ja. Da muss, guck mal, links die Tür. Der, Digga, er hat mich, er packt mich. Nein, falsch gelaufen. Ey, das ist doch lächerlich. War so weit. Okay, könnt ihr beide mich mal kurz, nur damit Mats das nicht mitkriegt, erst muss ich sagen. Nee, ich spreche hier gleich ab, weil vergiss es, mein Herz, das rennt irgendwo nach Afrika rum. Alter. Ach komm, das geht doch noch. Wenn ich jetzt da hingehe, pass mal auf, wenn ich jetzt da hingehe, kommt irgend so ein scheiß verfickter Scheißspast. Was soll denn... Nein. Mathe. Du brichst es nicht ab, wie gesagt, das ist immer noch die Option, dass ich dich spoiler, was passiert. Oder wenn was passiert, was beim Anfang noch recht selten ist. So. Aber brech es nicht ab, ich will das sehen, ich will das von euch teilen. Ihr müsst die Story durchkriegen, die ist hammergeil. Oh, du Hurensohn! Julian, ne? Okay. Bei mir ist es noch nicht, Alter. Ich hab mich auch gerade erschrocken. Alter! Ey, das ist wie ein schlechter Witz hier. So ein Bastard. Julian, bist du schon im Keller weg? Alter. Nein, Julian hängt auch noch fest. Deswegen sag ich, wenn ihr mich kurz runterruft, kann ich euch beiden sagen, wie ihr es am besten macht. Weiß schon, wie das geht. Nee, also pass auf. Ich werde jetzt definitiv jetzt hier kurz abbrechen. Nein. Doch, nein. Ich werde morgen weitermachen. Nein. Du brichst jetzt nicht. Warte. Alter, was? Du schaffst das. Alter, ja, es ist doch nicht los am Anfang. Es soll nur große nicht wirken, Mann. Der Spaß beginnt jetzt im Keller, Digga. Da stirbst du richtig, Matze. Ja, entspann dich mal. Ich kann gar nicht mehr, Junge. Der Hurensohn, Mann. Ja, wenn du schon nicht mehr kannst, dann kann ich das recht. Ey, aber er ist einfach. Also ohne Witz. Der Keller-Heini ist echt einfach. Digga, ja, der ist für uns. Ich hab keine Ahnung, ein Spiel, Alter. Ich speichern. Oh, Alter. Oh. Wie gesagt. John Gotti, Alter, vielen Dank für dein Abo. Jetzt ja, John Gotti hat mich auch abonniert. Vielen Dank für dein Abo auch, wie gesagt. Ich bin in dem Moment weggerannt. Sorry, Leute, aber